Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf NWZ Online, bei Facebook und bei YouTube, herzlich willkommen bei unserem NWZ-Talk zum Thema Wahl im Nordwesten. Mein Name ist Patrick Buck, ich bin stellvertretender Leiter der Stadtredaktion in Oldenburg, der NWZ, und moderiere heute zusammen mit meinem Kollegen Wolfgang Alexander Mayer diese Veranstaltung mit unseren Oberbürgermeisterkandidaten. Ja, moin, ich bin Wolfgang Alexander Mayer. Am 12. September ist die Kommunalwahl, bei der in Oldenburg auch ein neuer Oberbürgermeister gewählt wird. Wir haben 4 Kandidaten, die sich zur Wahl haben aufstellen lassen, heute hier bei uns ins Medienhaus eingeladen. Und ich würde Sie jetzt einmal bitten, sich einmal kurz vorzustellen und dem Publikum zu erklären, warum Sie sich zur Wahl stellen lassen haben. Ja, soll ich anfangen? Gerne. Ja, mein Name ist Jonas Christopher Höpken, ich bin 48 Jahre, vom Studium her katholischer Theologe und Sozialpädagoge, bin hier in Oldenburg aufgewachsen, war dann zwischendurch ein paar Jahre in Münster zum Studieren, habe dann hier in Oldenburg 2007 Die Linke mitgegründet, 2006 zum ersten Mal für den Stadtrat kandidiert, also noch vor der Parteigründung. 2011 bin ich dann zum ersten Mal in den Stadtrat reingekommen, bin jetzt also 2 Ratsperioden im Stadtrat aktiv. Dort vor allen Dingen im Finanzausschuss und als Vorsitzender im Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb. Ja, und als Die Linke mich gefragt hat, ob ich nicht für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren will, habe ich nach kurzem Überlegen gerne Ja gesagt. Und worum es mir geht, ich möchte den sozialen Zusammenhalt in Oldenburg stärken. Denn wenn der soziale Zusammenhalt in Gefahr ist, ist auch die Demokratie in Gefahr. Das können wir, glaube ich, heute an vielen Orten beobachten. Früher war sozialer Zusammenhalt eher so ein Begriff für Sonntagsreden. Das ist heute nicht mehr so. Und auf kommunaler Ebene hat das Auswirkungen auf viele Politikfelder, die mir wichtig sind. Dafür will ich 3 vielleicht ganz kurz nennen, ohne das weiter auszuführen. Wir diskutieren ja gleich über 1 von denen. Das eine ist die Wohnungspolitik. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum in Oldenburg. Das zweite ist die Schulpolitik. Wir brauchen mehr gemeinsames Lernen in Oldenburg. Deswegen ist ein wichtiges Projekt Gesamtschule. Und das dritte Thema ist das, was wir heute diskutieren, Verkehrspolitik, soziale Mobilität. Das werden wir gleich näher ausführen, was ich damit konkret meine. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Ja, mein Name ist Daniel Fuhrhopp. Ich bin angetreten, um als Oberbürgermeister Oldenburg noch lebenswerter zu machen. Ich bin 53 Jahre alt, wir haben 2 erwachsene Kinder, die leben in Berlin und in Wien. Und meine Frau und ich, wir sind seit 2007 in Oldenburg. Und weil ich unsere Stadt liebgewonnen habe, sage ich, ich will hier endlich den Wandel zur Nachhaltigkeit einleiten, der überfällig ist. In diesen Wandel müssen wir auch investieren, nicht in Prestigeprojekte. Und das ist ein Wandel, der unsere Stadt lebenswerter machen wird. Ich bin als Architekturverleger in ganz Deutschland rumgefahren, in vielen Städten gewesen mit hervorragenden Radwegen und in Stadtvierteln, die so verkehrsberuhigt sind, dass Kinder auf der Straße spielen können. Und ich habe als Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Oldenburg in Deutschland und den Nachbarländern soziale Wohnprojekte kennengelernt, wo viele Menschen zusammenleben, alt und jung gemeinsam. Und all das will ich auch in Oldenburg ermöglichen. Und deswegen trete ich an, um hier am 12. September mit Ihrer Hilfe zum Oberbürgermeister gewählt zu werden. Herr Gartmann, bitteschön. Moin, ich bin Ulrich Gartmann und vor 20 Jahren nach Oldenburg gekommen als Geschäftsführer der Nordwestzeitung. Ich habe vorher in diversen anderen Städten gearbeitet, in Berlin, in Köln, in Hamburg. Ich komme auch aus Hamburg, habe eine Medienkarriere hinter mir seit den 80er Jahren, seit 25 Jahren ungefähr als Geschäftsführer tätig. Und seit 20 Jahren lebe ich in Oldenburg. Und in diesen 20 Jahren habe ich Oldenburg sehr lieb gewonnen. Oldenburg ist zwar quasi meine Heimat geworden, eine Stadt mit einer hervorragenden Lebensqualität, mit unglaublich netten Menschen und auch sehr vielen Menschen, die sich für die Stadt engagieren. Und gerade für diese Stadt lohnt es sich, in die Bütt zu steigen und sich nochmal einzusetzen. Denn ich glaube, dass in dieser Stadt in den letzten 7 Jahren zu wenig passiert ist. Wir haben in den letzten 7 Jahren zu viele Dinge liegen gelassen in der Digitalisierung. Da sprechen wir heute noch drüber. Auch bei der Verkehrssituation, da hat sich auch nicht viel geändert. Und was ja später noch ein Thema werden wird, auch die Innenstadt und das Bauen und das Wohnen. Da gibt es sehr, sehr viel zu tun und deswegen bin ich jetzt hier angetreten, weil ich das ändern will. Ich möchte frischen Wind bringen. Ich glaube, Oldenburg kann mehr. Und ich möchte gerne zusammen mit der Verwaltung, mit dem Rat und den Bürgerinnen und Bürgern zusammen diese Stadt wieder
in Schwung bringen und nach vorne bringen, damit Oldenburg auch in 10, 20 Jahren noch die lebenswerte Stadt ist, die ich liebgewonnen habe und die es verdient zu bleiben. Ja, vielen Dank. Das waren die Herausforderer. Kommen wir zum Amtsinhaber. Ja, mein Name ist Jürgen Krogmann. Ich bin 57 Jahre alt, geboren im Oldenburger Land. Politisch seit 2008 Mitglied des Landtages, seit 2014 dann mit großer Mehrheit von den Wählerinnen und Wählern zum Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg gewählt worden. Dieses Amt fülle ich jetzt seit 7 Jahren aus. Eine sehr bewegte Zeit. Ich glaube, es ist eine Menge geschafft worden im Bereich von Schulen, im Bereich des Wohnungsbaus. Wir haben große Herausforderungen zu meistern gehabt, die Corona-Pandemie zuvor, aber auch die Flüchtlingskrise. Und es stehen auch noch große Herausforderungen vor uns. Ich habe noch viel Lust, ich fühle mich motiviert und noch kräftig genug, eine weitere Wahlperiode, die Geschicke dieser Stadt zu gestalten. Freue mich darauf, das mit den Bürgerinnen und Bürgern machen zu können und freue mich auch auf die Diskussion heute Abend. Ja, vielen Dank in die Runde für diese erste Vorstellung. Was ich vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, wer noch vielleicht eine Frage hat zum Themenkomplex Verkehr und Mobilität, den wir heute haben, und Digitalisierung, hat die Möglichkeit, das heute auch in die Chatfunktion der verschiedenen Programme zu schreiben. Und dann werden wir schauen, ob wir bei Gelegenheit eben noch einige Fragen direkt von Ihnen, Zuschauern und Zuschauerinnen, klären können. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, würde ich aber gerne noch was Aktuelles anschneiden. Und zwar haben wir heute gerade berichtet, dass die beiden Kliniken Pius und das Evangelische fusionieren wollen, ein großes Innenstadtkrankenhaus bilden wollen und damit dann ungefähr die gleiche Größe erreichen wollen wie das städtische Klinikum. Und ja, das ist natürlich eine spannende Nachricht aus Sicht des großen Arbeitgebers der beiden Krankenhäuser, aber auch für den Gesundheitsstandort Oldenburg. Verkehrstechnisch ist das aber auch eine Sache, die natürlich entscheidend ist. Und da würde ich gerne von Ihnen allen einmal hören, wie bewerten Sie diese Information? Ist das eine gute Nachricht? Sehen Sie da auch Kritikpunkte oder Ansatzpunkte, wo Sie Schwierigkeiten sehen? Wie würden Sie das bewerten, Herr Krogmann? Also ich finde das grundsätzlich eine gute Nachricht, dass sich die beiden Häuser auf den Weg machen, sich zukunftsfähig aufzustellen. Ich war ein bisschen überrascht über die Veröffentlichung, denn der Minister, der das verkündet hat, ist ja gar nicht der Zuständige. Ich glaube, es sollte auch jetzt noch nicht sein, weil noch nicht alle Entscheidungen eingeholt sind. Aber ich bin zuversichtlich, dass es dazu kommen wird. Mir persönlich ist es wichtig, dass wir die gute Partnerschaft zwischen den städtischen Krankenhäusern, also dem Klinikum und den kirchlichen Häusern, dann nur noch dem einen kirchlichen Haus, weiter vorantreiben, weil das ist für die European Medical School wichtig. Was mir auch wichtig ist, ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle Beteiligten auf diesem Prozess mitgenommen werden. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, eine gute Nachricht. Mhm. Herr Gartner, wie bewerten Sie das? Für mich ist das Thema der Krankenhäuser in Oldenburg ein wichtiges Thema, weil ich glaube, dass Oldenburg als Medizinstandort eine Riesenchance hat, sich zu entwickeln. Wir wollen ja auch noch diesen Medizincampus entwickeln in der Nähe des Klinikums. Und ich kann auch sagen, ich war in beiden Krankenhäusern auch schon Patient und habe mich in beiden Krankenhäusern extrem gut aufgehoben gefühlt. Ich finde, das ist eine gute Nachricht, weil dieses Zusammengehen die beiden Krankenhäuser auch stärken wird und insgesamt dadurch den Standort Oldenburg als Medizinstandort stärken wird. Vielen Dank. Herr Fuhrhopp, Ihre Meinung dazu? Ja, dass zwei mittelgroße Kliniken fusionieren zu einer größeren, das ist sicherlich sinnvoll. Das ist ein Trend, der in Deutschland auch um sich gegriffen hat und auch international, weil man ja als Patient gerne möchte, dass gerade bestimmte Operationen auch mit einer gewissen Routine durchgeführt werden. Das geht nur ab einer bestimmten Größe und ab einer bestimmten Patientenzahl. Von daher ist das grundsätzlich sinnvoll, das zu tun. Was für uns in Oldenburg sicher die spannendere Frage ist, ist, was bedeutet das jetzt für die Zukunft der Universitätsmedizin? Und ich war zufällig gerade erst Montag in der Universität und wir haben darüber gesprochen, über den Aufbau dieses Studiengangs, über die Perspektiven, die damit verbunden sind. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass diese Kooperation des städtischen Klinikums mit den beiden oder zukünftig dann eben einem konfessionellen Krankenhaus auch in der guten Form weiter fortgeführt wird, wie es das bisher auch geschehen ist. Vielen Dank dafür, Herr Höpken. Ja, ich glaube, dass wir erstmal sehr froh sein können, dass wir in der Stadt Oldenburg keinen privaten Krankenhauskonzern sitzen haben, der seine Rendite irgendwo in die Schweiz abführt und ja auch nicht im Ammerland, sondern dass wir im Ammerland den Psychiatrieverbund Oldenburger Land haben und in Oldenburg eben das Klinikum, zu dem ich mich ausdrücklich bekenne, und die beiden kirchlichen Krankenhäuser, die ja schon jetzt sehr gut zusammenarbeiten. Also ich will mal ein ganz kurzes Beispiel nennen. Ich hatte einmal mir die Hände verbrannt wegen eines brennenden Weihnachtsbaumes, bin dann ins Pius gefahren. Eigentlich wäre aber das EV besser gewesen.
und ich bin da wirklich innerhalb von Sekunden aufgenommen worden, mit in eisgepackten Händen ins EV gefahren worden und da so behandelt worden, dass alles wieder gut geworden ist. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Insofern gibt es schon jetzt eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen allen drei Kliniken, ja, aber auch vor allen Dingen zwischen diesen beiden konfessionellen. Und wenn die sich zusammenschließen, kann das eigentlich nur nützen. Deswegen finde ich das grundsätzlich positiv. Ich will aber sagen, und zwar sage ich das sowohl als Linker als auch als Mitglied der katholischen Arbeitnehmerbewegung, ich bin gegen dieses kirchliche Sonderarbeitsrecht, das die Arbeitnehmer an kirchlichen Einrichtungen oft benachteiligt. Deswegen finde ich ganz wichtig als Ziel, dass die Beschäftigten tarifgebunden bezahlt werden. Das kann nicht der Oberbürgermeister bestimmen, aber man kann sich politisch dazu bekennen. Und im EV gibt es ja schon einen Tarifvertrag. Und da jetzt gesagt worden ist, es soll keine Nachteile für die Beschäftigten geben, bin ich da auch ganz optimistisch, dass das so kommt. Vielen Dank dafür. Ja, die beiden Häuser liegen mit in der Stadt, werden von Autos, von Fahrrädern, von Bussen angefahren, gibt auch Sorgen auch für viele Parkprobleme. Wir kennen das, damit sind wir auch sehr schnell beim Thema Verkehr. Wie wollen wir da hingelangen? Wie wollen wir an andere Orte hingelangen? Wir hatten jetzt gerade eine Umfrage bei unserem großen MBZ-Wahlcheck ja auch veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass sich 85% derjenigen, die sich da an der Umfrage beteiligt haben, das waren 2000 Leute etwas mehr, mehr Investitionen in den Radverkehr wünschen. Es gibt Zahlen, die die Stadt mal rausgegeben hat. Da lag die Investition pro Einwohner bei ungefähr 20 Euro. Es gibt andere Berechnungen, die Stadtberechnung in Zweifel ziehen. Die sagen, die Stadt würde nur 4 bis 6 Euro pro Einwohner ausgeben, weil sie zum Beispiel Straßenausbaumaßnahmen mit eingerechnet werden, Grünstreifen mit eingerechnet werden. Ja, wo müssen wir ansetzen? Wie viel müssen wir denn ausgeben und in welche Richtung muss das im Fahrradverkehr gehen? Herr Gartmann, vielleicht mögen Sie diesmal anfangen. Aus meiner Sicht müssen wir wesentlich mehr investieren in Fahrradwege. Und zwar nicht nur in die Sanierung bestehender Fahrradwege. Wir wissen ja aus Umfragen, dass die Menschen hier unzufrieden sind mit dem Zustand der Fahrradwege. Sondern wir müssen auch investieren in neue Fahrradverbindungen. Das Beispiel Kopenhagen zeigt, dass die Menschen sich dann für Fahrrad entscheiden, wenn sie schneller und effizienter zum Ziel kommen als mit dem Auto. Fahrradfahren ist auf der einen Seite natürlich eine Haltungsfrage. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig für die Menschen, dass man mit dem Fahrrad schnell von A nach B kommt und sicher. Und Kopenhagen hat ja sehr stark in neue Fahrradwege investiert. Und ich selber mache mich ja auch schon stark für neue Fahrradverbindungen, zum Beispiel dieses Flyweg-Projekt, die Unterführung zwischen Alte Flyver und Botanischer Garten, weil ich der Auffassung bin, dass wir neue Fahrradtrassen brauchen, neue Fahrradwege brauchen, neue Verbindungen brauchen, um die Stadt durchlässiger zu machen und die Fahrradverbindungen kürzer zu machen, damit irgendwann viele Menschen sagen, Mensch, wenn ich mit dem Auto fahre, brauche ich 15 Minuten, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, brauche ich 10 Minuten, nehme ich das Fahrrad. Mhm. Also ich glaube, wie gesagt, Sanierung der bestehenden Fahrradwege plus neue Fahrradwege und das kostet natürlich Geld und das Geld müssen wir bereitstellen. Mhm. Herr Fuhrhopp, Sie treten auch für Fahrradverkehr ein. Sie wollen breitere, asphaltierte Radwege, haben Sie angekündigt. Wo sollen die hin? Das ist ja auch immer eine Frage, wo ist der Platz dafür? Was nehme ich dafür weg? Nehme ich dafür Bäume weg? Nehme ich Grünstreifen weg? Nehme ich Parkplätze weg? Wie ist Ihr Plan da? Ja, ich möchte gerne die Vorgaben dafür machen, dass wir als Fahrradstadt, die wir hier sind, eine noch bessere Fahrradstadt werden. Denn wir haben ja auch in unseren Verwaltungsabteilungen gute Leute, die sich damit beschäftigen und man kann auch Expertinnen von außen dazu holen. Aber die Aufgabe eines Oberbürgermeisters ist es jetzt dafür zu sorgen, dass wir das nötige Kapital bereitstellen und natürlich auch das Personal, was erforderlich ist. Und ja, da ist durchaus was passiert. Also in der Amtszeit von Ihnen, Herr Krogmann, ist das durchaus, hat sich das dynamisch entwickelt. Aber wir müssen einfach mal die Maßstäbe vergleichen. Also es wird derzeit etwa 3 Millionen, sagen wir einfach mal diese höhere Summe, für Radverkehr im Jahr in Oldenburg ausgegeben, aber dreimal so viel für Ausbau und Neubau von Autostraßen. Und da muss ich doch einfach sagen, dieses Verhältnis, ja, nur ein Viertel für den Radverkehr, das ist ein überkommenes Verständnis von Verkehrspolitik. Ja, also wir sind 20. Würden Sie denn das Geld von den Autofahrern abzwacken oder wollen Sie es hernehmen? Also, wenn es die Frage ist, wo wir haben ja zum Glück etwas Spielraum in Oldenburg und dann muss man eben solche Projekte auch wie der Fliegerhorst, diese Straße ist ja umstritten und ich sag mal, für mich als auch langjähriger Unternehmer, der gelernt hat, dass man wirklich jeden Euro auch mal zweimal umdrehen muss, geht es natürlich auch darum, dass diese Straße einen Wald zerstören würde und dass da Fläche versiegelt würde, natürlich, ja, aber sie kostet halt allein die Stadt 6 Millionen Euro.
insgesamt 14 Millionen Euro. Das steht für eine einzige Straße in keinem Verhältnis zu dem, was wir im Moment mit 3 Millionen ausgeben. Und von daher sparen wir doch lieber dieses Prestigeprojekt ein. Investieren wir in unser Radwegenetz in Groningen, um das noch anzuführen. Da wird 5-mal mehr pro Person dann ausgegeben für Radverkehr. In die Richtung müssen wir gehen. Und wir haben die Chance, dass wirklich die Menschen international sagen, hey, Oldenburg, das ist doch eigentlich die Fahrradstadt schlechthin, aber bisher sind die vielen schönen Radwege, die wir haben, oft nicht so schön, die sind zu schmal, die sind zu ruckelig. Deshalb müssen wir in die Qualität dieser Radwege investieren. Das ist bisher leider nicht ausreichend passiert und das werde ich ändern. Herr Höpken, wie sehen Sie das? Busverkehr ist eine Ihrer Steckenpferde, das Seniorentickets und Sozialticket unter anderem, aber wie sieht es beim Radverkehr aus? Also wir haben schon für diesen Haushalt im Rat als Linke gefordert, 300.000 Euro mehr als geplant auszugeben für das Fahrrad- und Fußwegeprogramm. Das heißt, wir sind natürlich auch auf der einen Seite auch dafür, mehr Geld auszugeben für die Sanierung der bestehenden Radwege, für neue Radwege, für Fußwege. Wir wollen da aber auch strategisch rangehen und sagen, wir brauchen noch mehr in Oldenburg. Wir brauchen nämlich ein Netz von Fahrradvorrangstraßen. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Fahrradvorrangstraßen in Oldenburg. Neulich bin ich mal mit einer ausnahmsweise mit dem Auto durchgefahren, was eine interessante Erfahrung war. Und wir brauchen davon viel mehr, ein ganzes Netz, das von den Stadtteilen in die Innenstadt führt, damit dort der Fahrradverkehr wirklich Vorrang hat. Und damit verbunden wollen wir noch mehr Tempo-30-Zonen in Oldenburg. Und dafür müssen die Straßen natürlich auch entsprechend gestaltet werden, dass das Tempo 30 dann auch eingehalten wird. Ich will aber auch sagen, die Radfahrer haben natürlich nichts davon, wenn wir jetzt sagen, die Straßen selber vernachlässigen wir aber, weil ich ja dafür bin, dass Radfahrer dort, wo es geht, auch das Recht haben, auf der Straße zu fahren. Sie sollen die Möglichkeit haben, auf dem Fahrradweg zu fahren. Aber das ist ja rechtlich auch so geregelt, sie dürfen eben auch auf der Straße fahren. Und das geht natürlich nur, wenn die Straßen auch in einem vernünftigen Zustand sind. Deswegen würde ich das auch nicht gegeneinander ausspielen. Aber der Schwerpunkt ist natürlich Fahrradvorrangstraßen für uns. Wo muss denn dann gekürzt werden, wenn Sie mehr ausgeben wollen? Hier ist auch eine Frage von Janosch Schirke über YouTube. Wo müsste denn dann gekürzt werden, damit ich Geld habe für mehr Radwege, wenn ich nicht beim Autoverkehr auch kürze? Also auf jeden Fall nicht innerhalb des Verkehrssektors. Der Verkehrssektor ist ein Feld, wo wir mehr Geld ausgeben müssen. Ich wäre dafür, bei Prestigeobjekten weniger auszugeben. Also zum Beispiel im Stadtmuseum wäre ich für ein etwas anderes Modell gewesen. Wir Linke legen auch immer einen Haushaltsentwurf vor, der durchgerechnet ist. Man muss ja sagen, dass die Stadt Oldenburg jetzt finanziell auch nicht so schlecht dasteht, dass wir quasi in die Insolvenz gehen, sondern wir haben ja durchaus Überschüsse und zwar immer mehr Überschüsse als vorher berechnet. Insofern sind wir durchaus auch in der Lage, mehr Ausgaben vorzuschlagen. Aber wir sagen natürlich auch ganz klar, wofür wir nicht mehr Geld ausgeben wollen. Das sind Prestigeobjekte, das sind auch so Subventionssachen wie die Weihnachtsbeleuchtung. Ich finde die Weihnachtsbeleuchtung wunderbar, aber ich finde nicht, dass die Stadt die bezahlen muss, sondern das sollten die Geschäftsleute bezahlen. Auch eine starke Aussage, da kann man auch drüber streiten. Herr Krogmann, das ist die Radwege, das war eben auch eines der Themen Ihrer letzten Jahre. Sie müssen sich oder können sich jetzt natürlich auch ein bisschen verteidigen. Ich muss mich gar nicht verteidigen. Ich fahre ja auch selber ein. Ich habe auch selber über schlechte Radwege geschrieben. Alexanderstraße ist so ein Thema, da wird immer wieder gefragt, wann wird das endlich gemacht? Warum ist der immer noch so schlecht? Wie kann das sein? Ich habe ja schon geklagt, dass die NBZ leider in den Stadtnorden gegangen ist und dadurch die Redakteure jeden Tag über die Nadelhorster Straße fahren, die jetzt nicht zu den Premium-Radwegen, zumindest im unteren Teil, gehört. Aber wird zu viel über Premium-Radwege geredet und zu wenig einfach in der Fläche einfach auch saniert? Nein, ich glaube, eigentlich ist das ein ganz guter Befund hier, den wir gerade hatten, denn wir sind ja alle der Meinung, wir müssen dort mehr tun. In den letzten 4 Jahren, Herr Vorhopp hat darauf hingewiesen, sind die Mittel vervierfacht worden. Also wir müssen jetzt nicht über Einwohnerkosten pro Einwohner reden, aber die absoluten Zahlen sind raufgegangen. Sie wissen auch, weil Sie sicherlich da gut informiert sind, dass wir sogar ein ganzes Team Radfahren haben bei der Stadtverwaltung, die sich über neue Konzepte Gedanken machen. Und wir verfolgen natürlich an vielen Stellen, ich will jetzt aufgrund der Zeit nicht die einzelnen Projekte jetzt hier wiederholen, verfolgen wir eigentlich so Konzept, dass wir versuchen, immer da, wo gerade sagen wir, was zu tun ist, dass wir da für die Radfahrerinnen und Radfahrer optimale Bedingungen schaffen. Wir denken sogar nach über ein Pilotprojekt, wo wir auch mal gucken, ob wir asphaltierte Radwege auf einem kurzen Abschnitt mal testen. Das ist bislang in Oldenburg... Kurze Zwischenfrage, warum brauche ich ein Pilotprojekt für einen asphaltierten Radweg? Ja, weil Sie natürlich in Oldenburg damit in der Tradition der Tiefbauverwaltung hier keine Erfahrung haben. Das ist ja eine Diskussion, die läuft und wir gehen darauf ein. Und werden das jetzt in Kürze auch mal an einem konkreten Projekt versuchen. Pankenweg, da ist es geplant?
Genau. So. Und von daher, da ist sehr viel schon in Bewegung. Man darf nicht die Summen für Straßen, Kfz-Straßen jetzt neben die Summen von Radfahrern halten. Das ist natürlich sehr prägnant. Ne? Ich will es nicht polemisch nennen. Ich will es Ihnen eben erklären. Es macht natürlich einen Unterschied, ob Sie über eine Straße einen 40-Tonner auch laufen lassen müssen, ohne dass sie gleich kaputt geht, oder ob Sie einen Radweg bauen. Natürlich, 40-Tonner mag keiner, Radwege mag jeder. Ist das natürlich sehr gefällig, so zu argumentieren. Aber ganz ehrlich, so funktioniert es am Ende nicht. Aber Jonas Höpken hat es gesagt. Was ändert das jetzt an den Euros? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was ändert das? Ich habe Sie doch ausreden lassen. Letztes Mal habe ich Sie auch unterbrochen. Fanden Sie auch nicht gut. Ich wollte es nur verstehen. Jonas Höpken hat doch den richtigen Weg gewiesen. Wir sind ja gar nicht in der Situation, dass wir uns um jeden Euro da streiten müssen. Also ich sehe da auch Spielräume in den nächsten Jahren, auch noch mehr zu tun. Die Haushaltsbeschlüsse fasst der Rat. Der Oberbürgermeister schlägt das vor. Ich bin durchaus bereit, da auch im Radverkehr noch mehr zu tun. Und da müssen wir sehen, dass wir Mehrheiten organisieren, die das dann auch unterstützen. Thema in den letzten Jahren, das ist jetzt hier auch eine Frage über Facebook, war auch das Thema Radverbindung mit dem Umland. Da ist es ja immer schwierig, weil da immer viele, viele Player mit dabei sind, Landkreise, Gemeinden, sonstige. Hier wird das Beispiel genannt, Dachsweg Hatten, Streker Moor. Man hat das Gefühl, ja, es wird seit vielen, vielen Jahren darüber geredet, aber so wirklich passiert da nichts. Warum geht es da nicht voran? Also ich kann aus Gesprächen berichten, die ich selber geführt habe, auch mit den Bürgermeistern der Nachbargemeinden. Leider scheitert es häufig daran, dass da nicht wie in Oldenburg der Oberbürgermeister gleichzeitig der Landrat ist, also gleichzeitig die Kreisaufgaben machen kann, sondern dass der Bürgermeister quasi zum Landrat gehen muss und das mit dem auch noch mal diskutieren muss. Und was ein Problem war, uns fehlten, oder den Umlandgemeinden fehlten oft die passenden Grundstücke noch in dem Bereich, was bei uns da nicht so das Problem war, weil uns die Verkehrswege gehören. Aber dieses Thema finde ich nach wie vor sehr wichtig, dass wir den Kontakt zu den Umlandgemeinden haben, damit wir jetzt gerade die schnelleren Fahrräder, die Pedelecs, also die wirklich auch 10, 15 Kilometer zur Arbeit fahren können, damit die wirklich schnell nach Oldenburg reinkommen. Dadurch vermeiden wir natürlich Autoverkehr und das finde ich nach wie vor sehr wichtig. Ich gebe es aber zu, es ist nicht ganz einfach, mit den kleineren Gemeinden da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Das habe ich auch in eigenen Gesprächen gemerkt, da wird man hartnäckig sein müssen. Vielen Dank. Gibt es da Widerspruch? Gibt es da andere Ideen, wie man an die Gemeinden? Herr Gartmann möchte noch was sagen. Ich meine, dass man, auch wenn es schwierig ist, dann doch, dass es den Schweiß der edlen Wert ist, das zu tun, mit denen immer wieder neu ins Gespräch zu kommen. Zumal es ja auch mittlerweile viele Pläne gibt, viele Vorschläge gibt für Fahrradschnellwege nach Norden raus oder auch Richtung Hatten raus, Sandkuck raus. Und dass das nicht angegangen worden ist, liegt, glaube ich, nicht nur an den umliegenden Gemeinden, sondern es liegt vielleicht auch daran, dass wir in Oldenburg vielleicht zu wenig Energie und Druck gemacht haben. Und ich würde vorschlagen, als meine Aufgabe ansehen, da wesentlich stärker auch auf wieder Umlandgemeinden zuzugehen. Herr Höpken, wie würden Sie Druck machen oder eher kooperativ agieren? Ich würde eher sagen, in Dialog treten. Das ist, glaube ich, der bessere Weg. Es gibt ja zum Beispiel den Radweg Ammerländer Heerstraße, Hermann-Ehler-Straße Richtung Ammerland, also Ofen, Wehen. Und der ist inzwischen ganz gut geworden. Es hat aber eine ganze Weile gedauert. Da mussten ja auch beide Seiten miteinander reden und aufeinander zugehen. An einer wenigen asphaltierten Radwege fallen auch sehr oft. Genau, und inzwischen auch breit genug, sage ich mal. Und da wurde teilweise auch durchaus von Ammerland gesagt, dass von Seiten der Stadt Oldenburg der Dialog nicht immer so war, wie er hätte sein können. Aber das ist ein Beispiel, dass man einen langen Atem manchmal braucht, um dann doch zu einem guten Ergebnis zu kommen. Denn was wir gerade bei den Radwegen vom Umland in die Stadt brauchen, sind natürlich breite Radwege, auch wegen der E-Bikes, mit denen jetzt viele halt in die Stadt Oldenburg fahren. Was wir also befürworten, was wir auf jeden Fall besser finden, als mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Herr Fuhrhopp. Ja, ich wünsche mir auch in der Tat diese Radwege 4 Meter breit ins Umland, kreuzungsfrei, wie man die eben von Groningen aus 15, 20 Kilometer ins Umland hat. Allerdings wünsche ich mir auch in der Stadt selbst bessere Radwege, oder nehmen wir mal Göttingen als Beispiel. Ja, die haben inzwischen 5 Fahrradstraßen und einen Radschnellweg zwischen dem Stadtzentrum und der Universität. Die sind da an uns vorbeigezogen, obwohl wir eigentlich in Oldenburg eine bessere Ausgangslage haben, weil wir einfach traditionell ja schon viel mehr eine Fahrradstadt sind. Und das liegt dann eben schon daran, wo wir unser Geld investieren. Natürlich ist Straßenbau teuer, aber genau, Herr Höpken hat es jetzt erwähnt, für die E-Bikes und so weiter ist natürlich auch die Qualität der Fahrradwege jetzt mal ganz anders anzusehen, als es das bisher war, oder auch mit den neuen Lastenrädern und E-Lastenrädern. Das heißt, auch da sind Investitionen erforderlich, und wenn ich dann eben sehe, dass dreimal mehr in
Autostraßenausbau geht, dann ist das kein so ideales Verhältnis. Und wenn ich sehe, dass 5-mal mehr in Groningen ausgegeben wird, dann sage ich, oh, das ist ein politischer Schwerpunkt, der bisher eben anders war. Okay, das war eine politische Entscheidung. Meine politische Entscheidung ist zu sagen, dann machen wir das zukünftig anders und investieren mehr in diese Radwege. Finde ich gut, wenn Sie so argumentieren, weil das macht ja auch Klarheiten und auch Unterschiede deutlich. Es gibt im Moment, ich bin ja viel unterwegs, Sie sicherlich auch, gibt es viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, wo auch immer wieder gefragt wird, wann beginnt denn der Straßenausbau, wann beginnt der Straßenausbau. Ich bitte Sie dann ganz konkret zu sagen, welche Bürgerinnen und Bürger sich darauf einstellen können, dass ihre Straße nicht ausgebaut wird, weil Herr Fuhrhopp jetzt nur noch 4 Meter breite Radwege bauen will. Also da finde ich, gehört auch, ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, Ehrlichkeit ist den Bürgerinnen und Bürgern das Wichtigste. Ich finde, dann haben Sie die Chance, auch ganz konkret zu sagen, welche Straßen nehmen Sie aus dem Programm in den nächsten Jahren, um Fahrradwege mehr zu bauen. Ja, jetzt kommen Sie nicht mit der Entlastungsstraße. Das ist zu billig an der Stelle, weil die wird nämlich überwiegend über Fördermittel bezahlt. Also zur Entlastungsstraße habe ich ja schon was gesagt. Genau. Und ich habe genau klar gemacht, dass von den 14 Millionen 6 Millionen von der Stadt gezahlt werden. Also eben immer noch doppelt so viel, wie wir für den Radverkehr ausgeben in einem Jahr. Ich sage ja gerade, wir sollten diese Schwerpunkte ändern und das scheint ja offensichtlich laut der Umfrage der MWZ der Ansicht von 85% zumindest derjenigen zu entsprechen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Die also sagen, lasst uns mehr in Radwege investieren. Also scheine ich da auf einem ganz guten Weg zu sein. Gut, vielen Dank. Wir haben noch eine Frage hier, die auch dazu passt, die ich so vorbereitet hatte. Da würde ich eine ganz kurze Antwort bitten, und zwar Umwidmung von motorisierten Verkehrsflächen, also für den motorisierten Verkehr, rein für den Fahrradverkehr. Auf Deutsch Fahrradstraße nur für Fahrräder. Ist bisher keine Option gewesen. Überall, wo die Fahrradstraßen sind, dürfen auch Autos fahren. Zum Teil dürfen auch geparkt werden. Achterdick ist jetzt gerade in der Diskussion. Da gibt es Befürworter und Kritiker. Sehen Sie Potenzial für reine Fahrradstraßen hier in Oldenburg, Herr Höpken? Also ich bin eher für diese Fahrradvorrangstraßen, wo das Prinzip ist, die Fahrräder haben eindeutig Vorfahrt. Die Autos müssen entsprechend langsamer fahren und haben auch entsprechend weniger Parkmöglichkeiten. Aber nicht an jeder Stelle gar keine Parkmöglichkeiten, weil da teilweise eben auch Leute wohnen. Ich glaube, das ist der bessere Weg, wenn man sagt, wir wollen auch viele von diesen Fahrradvorrangstraßen. Natürlich wird es auch im Einzelfall möglich sein, eine Straße ganz in eine Fahrradstraße umzubauen. Da fallen mir jetzt aber nur wenige Beispiele ein, also um nicht zu sagen, jetzt gar kein konkretes. Deswegen glaube ich, dass der realistischste Weg ist, dass man sagt, wir bauen das Netz von Fahrradvorrangstraßen aus, damit die Leute einen Anreiz haben, mehr mit dem Fahrrad zu fahren, und bremsen in diesen Straßen den Autoverkehr auch aus, verbieten ihn aber nicht ganz, weil das ist nicht realistisch. Das ging ja auch nur in Straßen, wo es gar keine Häuser gibt, wo Leute auch parken. Ne? Es sei denn, wir haben solche Modelle wie auf dem Fliegerhorst. Das ist natürlich dann ein sehr gutes Modell, wo man eben außerhalb dann parkt der Straße. Aber jetzt bei den herkömmlichen Straßen in Oldenburg wäre ich eher für den von mir genannten Weg, weil der schneller umzusetzen ist und, glaube ich, auch im Endergebnis mehr bringen würde. Herr Gartmann, wie sehen Sie das? In der alten Struktur Oldenburg reine Fahrradstraßen ohne Autos? Es gibt ja immer noch einen Zwischenzustand, finde ich, also bevor man das Entweder-Oder erreicht hat. Und ich glaube, hier sind wir noch nicht beim Entweder-Oder. Ich glaube, dass wir, auch wenn man zum Beispiel sich eine Umfrage anschaut, die es vor einiger Zeit bei einer MBZ gegeben hat, wo Menschen gefragt worden sind, was ist eigentlich dein Lieblingsfahrradweg? Wenn man sich das durchliest, dann sieht man, dass viele Menschen sich den Weg suchen, mit ihrem Fahrrad von A nach B zu kommen und dabei die großen Straßen aber vermeiden. Und ich selber bin jetzt auch viel mit dem Fahrrad unterwegs und sehe und benutze mittlerweile auch viele Schleichwege, die ich vorher überhaupt nicht kannte, als ich hier neu nach Oldenburg kam. Und ich bin sicher, dass wenn wir diese Wege ausbauen, wenn wir diese schnellen Wege ausbauen und kenntlich machen, auch für Fahrradfahrer besser kenntlich machen, und wenn wir da, wo diese Wege dann Straßen kreuzen, letztendlich dann den Vorrang für die Radfahrer sicherstellen, dann haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Ich bin nicht dafür, dass wir immer sagen, Fahrradfahrer oder Autofahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, sondern ich bin dafür, dass wir die Potenziale, die die Stadt bietet, erstmal ausschöpfen, um die Stadt durchlässiger zu machen, attraktiver fürs Radfahren. Und wenn wir dann irgendwann feststellen, jetzt geht's nicht mehr, dann muss man neu überlegen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht da. Herr Krogmann, im Achterdiek wird es halt gerade diskutiert. Ja. Da heißt es, ja, ihr macht eine Fahrradstraße und das ist irgendwie nur ein Label, aber am Ende ändert sich überhaupt nichts. Das ist genau wie vorher. Wäre es nicht einfacher, man sperrt den Autoverkehr aus, oder es gab auch den Vorschlag, in der Mitte zu sperren, sodass kein Durchgangsverkehr mehr geht, und so die Fahrradstraße wirklich zur Fahrradstraße zu machen?
Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, wenn man die Straßen komplett rausnimmt. Ich glaube, man hat 5 Jahre Diskussion dann und wird kein Ergebnis haben, weil immer wieder die eine oder die andere Seite dann überwiegt. Ich finde, so wie es am Hahnufer gelungen ist, und ich will ehrlich zugeben, ich war am Anfang skeptisch, ob man die Parkflächen dort wegnehmen kann, ob das Akzeptanz findet im Umfeld der Schule und mit den Anwohnern. Aber das hat wunderbar funktioniert. Ich fahre da selber sehr gerne. Den Achterdick finde ich auch grundsätzlich geeignet. Allerdings müssen wir natürlich zur Kenntnis nehmen, dass es da auch Anwohner gibt, die sie und auch Sportvereine der Gastronomen, die sich jetzt in die Diskussion einbringen. Da müssen wir jetzt erstmal Überzeugungsarbeit leisten, dass die uns auch vertrauen, dass wir das so machen können. Ich würde das aber auch so machen, weil ich es auch wichtig finde, dass wir Straße um Straße in diese Wertigkeit der Fahrradvorrangstraße hineinholen. Und dann müssen wir sehen, was es noch für Straßen gibt. Ob wir hier die, was weiß ich, es gibt die Weißenmoorstraße in Etzoller Weg hier im Stadtnorden. Es fallen vielleicht noch viele andere ein. Ich glaube, man kann immer viel erreichen, wenn man den Menschen sagt, ihr könnt euer Grundstück anschließend trotzdem noch erreichen, auch mit dem Auto. Wenn man den Leuten die Angst nimmt, dann ist, glaube ich, auch die Möglichkeit für diese schnellen Vorrangstraßen. Mhm. Sie bringen ja vor allen Dingen den Vorteil, dass die Vorfahrtsregeln anders sind und dass man wirklich durchfahren kann. Und natürlich auch, dass man, was ja gerade in Oldenburg bei den Schülerinnen und Schülern sehr beliebt ist, morgens auf dem Weg zur Schule auch nebeneinander fahren kann und ein bisschen plauschen kann. Von daher, sage ich mal, setze ich ganz klar auf diese Fahrradvorrangstraßen und nicht auf diese komplett ausgrenzenden, gesperrten Straßen. Mhm. Und neue Straßen zu erträumen, neue Trassen, ich will ehrlich gestehen, ich habe mal nachgedacht, ob man unter der Autobahn so eine Magistrale für Fahrradfahrer machen könnte. Da hat mir aber die Verwaltung dann auch mit einigen Fakten schnell den Zahn gezogen. Da fehlt es leider an einigen Verbindungen. Das wäre natürlich schön, wenn man so eine große, breite Nord-Süd-Verbindung hätte. Dafür sehe ich aber in der Stadt leider keinen Platz. Mhm. Herr Fuhrhopp, Sie sagten ja auch immer, Sie sind in vielen anderen Städten unterwegs. Mein Kollege erzählt Ihnen gerade, ausgerechnet in Osnabrück, da gibt es eine schöne Fahrradstraße nur für Fahrräder. Können Sie sich das hier auch vorstellen? Ja, ich denke, es hilft ein bisschen, sich zu überlegen, was sind denn die Prinzipien, die uns leiten, wenn wir darüber nachdenken, wie der Verkehr in einer Straße organisiert werden sollte. Und da kann man eben nach Kopenhagen schauen. Jan Gehl ist schon über 80, glaube ich, und er hat seit Jahrzehnten eben den Verkehr von Kopenhagen geprägt und auch weltweit Städte beeinflusst. Wie kann man einen menschenfreundlichen Verkehr machen? Und er fängt eben an, die Straße von außen nach innen zu denken. Das heißt, erstmal haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, denken wir an die Fußgänger. Wir denken an Fußwege, die dann bitte auch für Fußgänger sind. Und es gibt viel zu oft ja dieses Zeichen Fahrradfahrer frei. Und ich denke, alle Menschen, die zu Fuß mit dem Kinderwagen, mit dem Rollator unterwegs sind, jeder, der zu Fuß unterwegs ist, sollte in Sicherheit da lang gehen können. Und deswegen brauchen wir dann, wenn wir die Straße nach innen denken, als nächstes eigenständige Breite und natürlich komfortable Radwege. So, damit sich die nicht in die Quere kommen. Und jetzt ist die Frage, wie viel Platz bleibt übrig? Das heißt, in manchen Fällen, wenn die Straße breit war, kann es sein, dass statt 3 Spuren nur 2 Spuren übrig sind. Ja gut, okay. In anderen Fällen mag es sein, dass statt 2 Spuren nur noch eine Einbahnstraße übrig bleibt. Und was Sie jetzt skizziert haben in diesem Denkmuster, wäre dann so, dass man tatsächlich einzelne reine Fahrradstraßen hat. Nun gut, ich denke mal, das sind seltene Fälle und da muss man dann sehen, wie kommen die Menschen noch zu ihrem Grundstück, ist das überhaupt machbar in der Art und Weise, weil das ist ein Denkmuster und vor Ort muss man dann natürlich, müssen die Leute, die sich auskennen, die Lösung. Aber ganz klar, mir geht es nicht darum, die Einzelnen gegeneinander auszuspielen. Ja, wer aus dem Auto steigt, geht zu Fuß oder fährt mit dem Fahrrad. Also Auto, Fahrrad und zu Fuß. Wir sind alle Oldenburger. Es geht deshalb darum, einen menschenfreundlichen Verkehr nach solchen Prinzipien zu gestalten. Das würde jeder unterschreiben, Herr Fuhrhopp. Aber hic Rhodus, hic Salta, nicht Kopenhagen muss gestaltet werden, sondern Oldenburg. Und ich finde, da müssen Sie schon ein bisschen konkreter sagen, wo. Ja, Moment, das ist ja gerade, was ich sage. Wenn wir so wenn wir nach diesen Prinzipien schon seit vielen Jahren, in den 7 Jahren, in denen Sie jetzt auch die Hauptverantwortung hatten, investiert hätten, ein Vielfaches von dem, was wir getan haben, dann würden wir hier überhaupt nicht über Kopenhagen sprechen. Dann würden wir sagen, Oldenburg ist doch die Stadt überhaupt für Fahrradverkehr. Und in jedem einzelnen Fall, an jeder einzelnen Straße, können wir diese Lösung dann suchen. Ich sage mal so ein einfaches Beispiel, sprechen wir vielleicht nachher noch drüber. Rund um unsere Innenstadt ist doch der Verkehr geprägt von Straßen, die leider in den 60er Jahren in einem überkommenen Denken dafür gesorgt haben, dass wir da 4 Fahrspuren und 2 Parkspuren haben. Das ist nun mal einfach was man unserer Stadt angetan hat. Das ist sehr traurig. Und in
diesem Bereich ist es doch überhaupt kein Problem, sich tolle Sachen zu überlegen, was man mit diesem Straßenraum machen kann. Und da geht es nicht allein um 4 Meter breite Radwege. Da ist noch viel, viel mehr Platz und trotzdem können dann da noch Autos fahren. Darf ich noch mal ein Beispiel nennen vielleicht? Wo man ganz kurz noch bitte. Ganz kurz, wo man klare Prioritäten setzen kann, ohne zu einem Entweder-Oder zu kommen, bei der Sizilienbrücke. Da gibt es jetzt ja die eine Radikalposition, wir machen das genau wie vorher. Und die andere Radikalposition ist, wir sperren das für den Autoverkehr. Und da wäre ich eher für einen Mittelweg zu sagen, wir machen dort Tempo 20. Das würde dann dazu führen, dass einige sagen, nee, dann fahre ich lieber mit dem Rad. Andere würden sagen, na gut, ich nehme die Tempo 20 Beschränkung in Kauf und nehme trotzdem den Weg. Andere würden woanders lang fahren. Das heißt, wir hätten hier eine Priorisierung für den Radverkehr, aber ohne Umwege zu produzieren, wie wir es machen würden, wenn wir sie völlig für den Autoverkehr sperren würden. Und das ist jetzt ein Beispiel, wie man Prioritäten setzen kann, ohne zu so einer völlig radikalen Anti-Auto-Position zu kommen. Die Ideenwerkstatt ist doch schon anberaumt. Ja. Das kommt doch. Da ich das weißt du doch, genau. Genau, und deswegen habe ich das Beispiel da genannt. Ja. Okay, dann sind wir uns einig. Ist aber auch schon vor einigen Jahren beantragt worden, also hat eine Weile gedauert. Herr Fuhrer hat es gerade schon angesprochen, war das Thema Innenstadt würde ich natürlich auch nochmal gerne ansprechen und das Thema Autofahren. Es gibt natürlich die ewige Diskussion, wie viel Auto verträgt die Innenstadt noch? Jede Menge oder gar nichts oder überraschenderweise, das hat mich auch überrascht, 60% der Teilnehmer unserer Umfrage haben gesagt, die wünschen sich die Innenstadt langfristig möglichst autofrei. Noch nicht mal auf die Alternative E-Auto und Wasserstoff einfach nur, einfach mit Blick auf die Emissionen, sondern möglichst autofrei. Natürlich, wenn man die Zahlen sich ein bisschen genauer anblickt, bei den Autofahrern sieht es noch ein bisschen anders aus. Wenn man ins Umland guckt, dann wird das auch anders aussehen. Wenn ich Einzelhändler frage, die werden auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich sage, es darf kein Auto mehr in die Innenstadt. Wie viel Auto, Herr Gartmann, verträgt die Innenstadt in Zukunft denn noch? Klar ist, dass die Verkehrsbelastung gestiegen ist. Wir sehen ja auch, dass in Deutschland jedes Jahr mehr Autos zugelassen sind. Mittlerweile nähern wir uns ja schon den 50 Millionen Autos, Kfz. Und klar ist auch, dass das Bedürfnis nach Mobilität bei den Menschen auch gestiegen ist. Insofern ist es kein Wunder, dass immer mehr Menschen in die Innenstadt fahren wollen und kommen wollen. Und viele kommen eben mit dem Auto, weil sie aus dem Umland kommen, weil sie vielleicht auch älter sind und nicht mehr sich sicher genug fühlen auf dem Fahrrad oder weil sie mit Kindern unterwegs sind. Es gibt also sehr, sehr viele Menschen, die nach wie vor mit dem Auto in die Stadt wollen und in der Stadt auch sich aufhalten, konsumieren, einkaufen und so weiter. Das heißt zu sagen, ja, die Verkehrsbelastung ist jetzt so schlimm geworden, dass wir die Autos aus der Innenstadt verbannen müssen, wäre dann aus meiner Sicht der Anfang vom Niedergang der Innenstadt. Und das müssen wir verhindern. Das heißt also, entscheidend ist, dass wir Wege finden, wie wir die Verkehrsbelastung, die subjektiv gefühlte Störung, die Verkehrsbelastung reduzieren. Das heißt, wir müssen sehen, dass die Autos von der Straße kommen. Das bedeutet, wir brauchen einen Parkplatz- und Verkehrslenkungsmanagement. Wir müssen den Parkplatzsuchverkehr reduzieren. Herr Fisbeck vom CMO sagt ja immer, 25% des Verkehrs in der Innenstadt wäre Parkplatzsuchverkehr. Ich bin sicher, dass wir das reduzieren können, dass wir versuchen und müssen, die Parkplatzsuchenden möglichst schnell zu ihren Parkplätzen zu bringen. Aber es gibt ja ein Leitsystem, ist das nicht gut genug? Das ist zu klein, zu unauffällig und meines Erachtens auch nicht interaktiv genug. Mhm. Und am besten wäre es auch, wenn wir schon Leuten, die in die Stadt hinein wollen, mit einer App ermöglichen würden, sich vorab schon Parkplätze zu reservieren, dass sie da nur noch hinfahren und reinfahren müssen. Das ist ein Brett, was auch dick ist. Ich bin immer für pragmatische Lösungen und ich bin immer dafür, dass wir das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren. Nämlich, wir wollen ja, dass Oldenburg stark und attraktiv bleibt. Und wir haben nicht nur die 40.000 Pendler, die jeden Tag in die Stadt kommen, sondern wir haben auch die auswärtigen Besucher, die sehr, sehr viel Geld in der Stadt lassen. Das heißt, wir brauchen wirklich pragmatische und vernünftige Lösungen. Das Ziel muss allerdings sein, die Verkehrsbelastung zu reduzieren. Und ich glaube, dass das gelingen kann. Herr Kuchmann, die App mit der Parkplatzreservierung, das kannte ich auch noch nicht als Vorschlag. Plant das die Verwaltung vielleicht schon? Also ich glaube, es wird in den nächsten Jahren eine Vielzahl von auch digitalen Lösungen geben, neuen Lösungen geben. Und ich würde auch sofort zustimmen, dass da Bedarf ist, dass wir ständig uns anstrengen müssen, da wirklich an der Spitze mit zu sein. Ich würde das andere unterschreiben, was Herr Gartmann gesagt hat. Wir können jetzt nicht einseitig sagen, nur weil wir in Oldenburg oder gerade die vielleicht in näheren Stadtkernen wohnen, weil uns der Autoverkehr stört, sperren wir die ganze Innenstadt. Das wird auf Dauer, glaube ich, gerade wenn es einen höheren Anteil von Elektroautos gibt, wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Ich möchte noch einen Aspekt einbringen. Wir haben jetzt gestern die Bevölkerungsprognose vorgestellt. Wir wissen jetzt, wie sich die Zahl der 50- bis 59-Jährigen, die wird natürlich in den nächsten Jahren sich sozusagen weiter bewegen. Dann wird ein Großteil der Oldenburgerinnen und Oldenburger
über 60 oder auch über 70 Jahre alt sein. Und denen kann man natürlich auch nicht mehr jede Fahrradreise zumuten in die Innenstadt, gerade wenn es von weiter weg kommt. Da geht es dann um das Thema Teilhabe. Das muss man wissen. Also wollen wir die Innenstadt erreichbar halten für alle Bevölkerungsgruppen? Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Deshalb, ich bin generell bei Verkehrsthemen, mag ich diese Schwarz-Weiß-Diskussion nicht. Das haben Sie auch im Grunde angesprochen. Wir werden auch weiterhin Autoverkehr haben und wir werden auch weiterhin uns, wenn wir in solche Systeme investieren sollen, dann glauben wir ja daran, dass künftig auch noch Autos kommen. Sonst brauchen wir kein Parksuchverkehr, kein Parkleitsystem mehr. Also ich glaube, an der Stelle müssen wir sehr seriös gucken, was kommt. Es werden vielleicht weniger Autos kommen, die werden andere Antriebe haben, aber es wird nicht so sein, dass die Innenstadt komplett autofrei wird, weil die Menschen aus dem ländlichen Raum werden nicht zu uns kommen, wenn sie nicht die Möglichkeit haben. Und die öffentlichen Verkehrssysteme sind leider bei uns nicht so gut ausgebaut, dass wir uns da komplett drauf verlassen können. Herr Höpken, das Thema, wie kommen Ältere in die Innenstadt? Mit dem Bus würden Sie wahrscheinlich sagen, es ist ja Ihr Leib- und Magenthema. Wie sehen Sie die Zukunft des Autos? Also wir brauchen auf jeden Fall weniger Autoverkehr in der Innenstadt. Viele Fahrten lassen sich vermeiden, nicht alle. Manchmal braucht man für einen großen Einkauf ein Auto, aber viele Fahrten lassen sich vermeiden. Und dafür müssen die Anreize eben erhöht werden. So, da ist ein Punkt, den Sie angesprochen haben, den Busverkehr weiter zu verbessern. Wir sind zum Beispiel dafür, auch eine Ringverbindung einzurichten. Na gut, da geht es jetzt nicht um die Innenstadt, sondern darum, die Stadtteile miteinander zu verbinden. Das ist aber auch ein wichtiger Punkt. Dann geht es darum, den Busverkehr bezahlbarer zu machen für alle Bevölkerungsgruppen. Deswegen ist ein Projekt, für das wir uns schon lange einsetzen, ein Sozialticket, das Menschen mit wenig Geld ermöglichen soll, zum halben Fahrpreis Bus zu fahren. Langfristig haben wir auch die Vision eines fahrscheinlosen Busverkehrs. Aber da muss noch einiges passieren, auch einen gesellschaftlichen Konsens, um das realisieren zu können. Den auch alle bezahlen müssen. Auch die, den nicht dann Bus alle fahren. Bezahlen müssen. Das ist dann quasi das Solidarprinzip, ganz genau. Deswegen müssen wir darüber mit den Menschen diskutieren, ob sie das wollen oder nicht. Wir als Linke würden dafür werben, weil wir in anderen Fragen der Gesellschaft auch das Solidarprinzip haben. Und da möchte ich aber noch einen weiteren Verkehrsträger in Oldenburg etablieren, nämlich den Zug, in dem ich Stadtteilbahnhöfe aktivieren will. Erstmal in Krusenbusch und in Ofenadiek. Langfristig kann es auch noch weitere Stadtteilbahnhöfe geben, zum Beispiel Osternburg, Alexanderstraße. Aber wenn man von Ofenadiek oder von Krusenbusch aus in 5 Minuten mit dem Zug in der Innenstadt sein kann, ist es natürlich ein sehr großer Anreiz, das dann auch mal zu machen. Und wir brauchen für die Leute, die aus dem Umland kommen, bessere Park-and-Ride-Angebote. Wir haben ja eigentlich gar keine richtigen Park-and-Ride-Angebote in dem Sinne, dass man am Stadtrand Park-and-Ride-Parkplätze schafft und von da aus dann auch einen guten öffentlichen Verkehr in die Innenstadt organisiert. Das ist ein weiteres wichtiges Projekt, um den Autoverkehr zu reduzieren. Herr Fuhrab, Sie dürfen sich auch noch mal zum Auto in der Innenstadt äußern. Ja, ich knüpfe einfach mal direkt da an das, was Herr Höpken, was Sie gerade gesagt haben. Also diese Park-and-Ride-Plätze, das ist ja schon seit langem eine Diskussion. Wir sehen das Beispiel Groningen, nicht weit von uns. Da gibt es dann draußen vernünftige Park-and-Ride-Plätze, wo man dann, wenn man aus dem Auto aussteigt, für 6 € bis zu 5 Personen hin und zurück in die City, das ist ein super Angebot, oder alternativ ein Leihfahrrad direkt dort beim Park-and-Ride. Da muss ich sagen, sehe ich ein Versäumnis der letzten 7 Jahre. Das ist kein neues Thema. Warum haben wir nicht schon längst diese Park-and-Ride-Plätze? Da können Sie natürlich immer sagen, Herr Krogmann, das dauert alles lang. Ja, sicher, aber Sie waren halt 7 Jahre hauptverantwortlich hier. Deshalb müssen wir Ihnen jetzt die Frage einfach stellen. Also, aber es gab es ja auch mal in der Weser-Ems-Halle. Und ist dann auch eingestellt worden. Wir reden ja nicht über die Weser-Ems-Halle, das ist ja viel zu nah dran. Es geht darum, weiter draußen, wo die Menschen aus dem Umland ankommen, damit wir denen ein gutes Angebot machen, was nicht alle, aber manche nutzen werden, dann eben dort einfach bequem umzusteigen. Und damit entlasten wir eben die Straßen. Selbstverständlich müssen Lieferverkehr zum Beispiel in die Innenstadt weiterhin und selbstverständlich diejenigen, die auf das Auto einfach mobilitätsmäßig angewiesen sind, die müssen weiter dahin. Wir haben ja auch etwa 3000 Parkplätze rund um die Innenstadt. Also das muss weiter gewährleistet sein, dass man da auch hin kann. Aber ich möchte einen Aspekt nur noch ansprechen, weil es geht nicht nur um den Verkehr, der dann da rund um die Innenstadt tost, sondern es ist doch auch die Frage, wie lebenswert ist dieser Raum rund um unsere Innenstadt. Ja? Also wir haben wunderschöne Wallanlagen. Das ist städtebaulich das Schönste, was Oldenburg zu bieten hat, diese historischen Wallanlagen. Und wir haben eine ganz wunderbare Innenstadt, um die viele andere Menschen uns beneiden. Da kommen ja auch schon viele Menschen hin. Und dazwischen, da jetzt einfach zu sagen, wir wandeln das um, wie das viele andere Städte ja bereits gemacht haben, uns vorgemacht haben, in großen Städten Barcelona und Paris, aber auch in Bremen hat man sich auf den Weg gemacht, dass man sagt, hier ist Raum, um zu sagen,
trotz einiger Autospuren können wir dort Cafés ermöglichen, Tische rauszustellen. Übrigens hat mich das immer gewundert, nach Corona, Mensch, für die Gastronomen, die Restaurants, die jetzt wirklich Probleme haben, zu sagen, lasst uns doch einfach mal hier eine Spur frei machen, wo die Menschen auftischen können und wo wir diesen Raum für die Menschen zurückgewinnen und dadurch dann eine Verbindung schaffen zwischen dem, was in den Wallanlagen ist und im Stadtzentrum, steht eigentlich so im Innenstadtkonzept 2018 bereits drin, geduldig auf Papier, ist aber leider nicht mit Leben gefüllt worden. Und da würde ich als Oberbürgermeister einen Schwerpunkt setzen, in diesem Sinne die Innenstadt und das Stadtzentrum weiterzudenken. Mit Blick auf die Zeit, wir haben großes Thema Verkehr, würde ich aber Sie noch mal bitten, wir wollen gleich wechseln zum Thema Digitalisierung, zum Abschluss des Themas Verkehr ganz kurz noch mal ein Statement. Was haben Sie sich jetzt vorgenommen, wenn Sie gewählt werden? Mich jetzt. Ja, Sie gucken mich an. Ja, also ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir eine Vielzahl von Herausforderungen haben. Da geht es auf der einen Seite um Erreichbarkeit, um Teilhabe, aber eben auch um klimafreundlicheren Verkehr. Wir haben uns ja nicht umsonst auf den Weg gemacht, als Stadt, als Rat auch mit dem Rahmenplan Mobilität, das Ganze als Gesamtkonzept zu sehen. Die Beauftragung hat ja jetzt Anfang der Woche im Rat stattgefunden, sodass wir da jetzt schon, unabhängig mal von dieser Diskussion, gehen wir da jetzt schon Rat und Verwaltung gemeinsam an die Arbeit. Und es ist wichtig, dass wir nicht immer an dem einzelnen Punkt, der einzelne Punkt ist immer schön darzustellen, aber das Ganze muss als System funktionieren. Wenn Sie an der einen Stelle was ändern, dann haben Sie Auswirkungen auf andere Stellen. Und wir wollen möglichst, das ist mein Ansatz, wir wollen eine ausgleichende Verkehrspolitik, die wirklich alle mitnimmt und die wirklich nicht einseitig sozusagen Bevorteilungen oder Ausgrenzungen von anderen vornimmt. Und in diesem Sinne, denke ich mal, werden die nächsten Jahre angefüllt sein, auch mit Verkehrsthemen. Aber wie gesagt, der zentrale Plan dazu, der ist auf dem Weg. Mhm. Herr Gartner, ganz kurz noch Ihre Zusammenfassung. Für mich zählen Angebote, um die Verkehrsbelastung zu reduzieren, keine Verbote. Und im Grunde gibt es drei Gruppen, für die wir Angebote brauchen. Das sind die erste Gruppe sind die Oldenburgerinnen und Oldenburger, die in der Stadt wohnen. Für die brauchen wir mehr Fahrradwege, mehr Fahrradverbindungen, bessere Fahrradwege. Die zweite Gruppe sind die Pendler, die 40.000, die jeden Tag in die Stadt kommen. Für die würde ich gute Park-and-Ride-Angebote vorsehen. Und ich würde auch versuchen, diese Bahnhaltepunkte mit Park-and-Ride-Angeboten zu verknüpfen. In vielen Städten ist es ja auch schon so, dass man mit dem Zug ankommt und dann gibt es eine Fahrradgarage und dann holt man sein Fahrrad raus und fährt dann mit dem Fahrrad ins Büro oder zu seiner Arbeit. Und die dritte Gruppe sind eben die, die jeden zweiten Euro in der Stadt lassen, nämlich die auswärtigen Besucher. Für diese dritte Gruppe würde ich, wie gesagt, die Verkehrsleitsysteme überarbeiten, verbessern und die Planbarkeit für diese Gruppe verbessern, damit die eben nicht durch die Stadt geistern auf der Suche nach einem Parkplatz und die Stadt verstopfen, sondern sehr schnell zu ihrem Parkhaus oder zu ihrem Parkplatz kommen und dann da in die Stadt gehen können. Mhm. Herr Fuhrhopp. Ja, es gibt viele Pläne und jetzt werden auch neue Pläne aufgestellt, aber ich denke, es ist jetzt Zeit zu handeln. Und das werde ich tun, wenn Sie an den Bildschirmen also mich zum Oberbürgermeister wählen, dann können Sie damit rechnen, dass ich in relevanter Höhe den Schwerpunkt verändern werde, dass wir in einen menschenfreundlichen Verkehr investieren, mehr in die Qualität unserer Radwege und dadurch auch die Sicherheit für Autofahrer und für Fußgänger erhöhen. Denn das geht ja einander miteinander her, ne? Dass die sich nicht in die Quere kommen. Und das ist meine wesentliche Botschaft. Ja, ich werde den Schwerpunkt der Investitionen verändern, damit wir wirklich sagen, wir werden die Fahrradstadt international, auf die man mit Stolz schauen kann. Und Herr Höpken, bitte noch. Also auch in der Verkehrspolitik geht es um das, was ich zu Anfang als großes Ziel genannt habe, nämlich soziale Spaltung zu verhindern. Denn wenn wir in der Verkehrspolitik den Menschen etwas abverlangen wollen, auch um Klimagerechtigkeit zu erlangen, geht das nur, wenn wir auch alle mitnehmen, gerade die mit wenig Geld, sonst führt das eben zu Spaltung. Und deswegen mein Plädoyer, das wiederhole ich nochmal, für bezahlbaren öffentlichen Verkehr, deswegen Sozialticket. Das muss natürlich auch für den Zugverkehr gelten, wenn wir Stadtteilbahnhöfe einrichten, was eben ein weiteres wichtiges Ziel ist. Und ansonsten, was ich eben gesagt habe, möchte ich nochmal bekräftigen, wir brauchen eine strategische Verkehrspolitik, die auf mehr Fahrradvorrangstraßen setzt, auf ein richtiges Netz von Fahrradvorrangstraßen, verbunden mit Tempo 30 und auf eine Politik, die die Straßen und die Radwege entsprechend ausbaut und finanziert. Also die wichtigste Botschaft ist, wir müssen die mit wenig Geld mitnehmen bei dieser Politik. Vielen Dank, Herr Höpken. Und wir würden jetzt diesen Gesprächspunkt Verkehr, Mobilität verlassen. Sozusagen übergebe symbolisch hier das Gesprächs-iPad an meinen Kollegen, der sich jetzt um Digitalisierung kümmert. Vielen Dank. Ja, die Corona-Pandemie hat uns schwer vor Augen geführt, dass die Digitalisierung in Deutschland, vor allem an den Schulen,
ja, ich sag's mal vorsichtig, in der Kreidezeit stecken geblieben ist. Ich würde Sie, liebe Kandidaten, jetzt einmal bitten, Ihre Einschätzung zu geben. Wie sieht die Digitalisierung an den Oldenburger Schulen aus? Was muss verbessert werden? Und wie kann man das bewerkstelligen? Ja. Bitte. Also die Schulen bemühen sich durchaus um diese Digitalisierung, empfehlen aber oft noch die entsprechenden Mittel. Es muss zum Beispiel an allen Schulen wirklich WLAN geben, verlässlich. Das funktioniert. Daran hapert es oft noch sehr. Da muss natürlich sichergestellt werden, dass auch die Schülerinnen und Schüler, die aus Familien mit wenig Geld kommen, entsprechende Endgeräte haben, um auch teilhaben zu können an der Digitalisierung. Das heißt, da muss dafür gesorgt werden, dass sie auch alle ein iPad nutzen können, damit sie nicht ausgeschlossen sind. Und dann ist es ganz wichtig, dass an den Schulen die Digitalisierung den Schülern und Schülerinnen kritisch vermittelt wird. Und da hat das Herbert-Gymnasium, wo wir ja neulich alle waren, ein ganz gutes Konzept, wo die genau sich überlegt haben, in welchen Jahrgängen fangen wir an mit digitalen Geräten. In den ersten Jahrgängen ist man da halt noch vorsichtig und dann wird das immer mehr, je weiter man voranschreitet in der Schule. Und in dem Zuge wird den Schülern und Schülern eben beigebracht, mit der Digitalisierung auch kritisch umzugehen beziehungsweise verantwortlich umzugehen. Also nicht einfach nur unkritisch im Internet herumzudaddeln, sondern gezielt zu gucken, was ist seriös, was ist nicht seriös, wie kann ich mich dort effektiv und vernünftig informieren und lernen und ja, an Projekten teilhaben. Vielen Dank, Herr Vorhub. Ja, eigentlich, wenn man über die Schulen spricht, ich glaube, dass viele Schülerinnen und Schüler eigentlich überhaupt nicht digital im Moment noch lernen möchten, sondern die möchten endlich in die Schulen kommen. Aber nun gut, noch sind wir nicht ganz so weit und von daher, in der Tat, Sie haben es angesprochen, hat uns Corona eben gezeigt, wo es knackt. Aber es ist ja andererseits auch durchaus viel passiert. Und ich finde, das muss man schon auch sagen, ja, dass auch von der Seite der Verwaltung aus jetzt und in den Schulen sehr viel unternommen wurde, um das zu bewerkstelligen, dass eben die Schüler auch vernünftig auf digitalem Wege dabei sein können. Und ja, das darf nicht daran liegen oder daran hängen, ob jetzt die Eltern genug Geld haben für ein vernünftiges Endgerät. Das darf natürlich aus sozialen Gründen dann nicht der Fall sein. Aber wenn die Frage ist also nicht, was passiert, wenn wir in die Zukunft schauen, wir treten an für 5 Jahre, also was passiert, wenn wir dann eines Tages wieder ein bisschen normaler über diese Fragen sprechen können, ohne Corona. Und da sehe ich das in der Tat so, dass wir dann die Zeit haben, die Luft und nicht unter dieser Stresssituation zu schauen, wie können wir diese Ausstattung verbessern und dass wir danach in Ruhe analysieren, was hat denn jetzt wirklich wo gehakt und wie können wir die Schulen dabei unterstützen, dass sie ein gutes Angebot machen. Herr Gartmann. Aus meiner Sicht, ich habe mich ja mit Digitalisierung sehr stark beschäftigt, der Schulen auch, ist hier einfach in den letzten Jahren zu viel versäumt worden. Es gibt einen Plan der Verwaltung, der, glaube ich, 2019 vom Rat gebilligt worden ist, wonach die Schulen bis zum Jahr 2023 digitalisiert sein sollen, mit einem Wahnsinnsnetzwerk, so ein zentraler IT-Hub mit proprietären Glasfasernetzen, mit schulsystemweiten Single Sign-Ons und so weiter. Ein gewaltiges Projekt, sehr, sehr teuer und sehr, sehr langfristig und sehr, sehr langwierig umzusetzen. Und natürlich hat Corona uns jetzt überrascht. Natürlich hat Corona auf einmal gesagt, so, jetzt was machen wir denn jetzt? Wir müssen digitalisieren. Das Problem aus meiner Sicht ist, dass die Verwaltung es versäumt hat, sich auf diese Corona-Krise einzustellen, sondern sie hat einfach weitergemacht, ihren Plan weiter durchgezogen. Mit dem Ergebnis, dass wir heute noch längst nicht alle Schulen ans Glasfasernetz angeschlossen haben, dass wir noch längst nicht in allen Schulen WLAN haben, dass wir noch längst nicht alle Schülerinnen und Schüler mit Endgeräten ausgestattet haben und das im Jahr 2 nach oder von Corona. Aus meiner Sicht müssen wir schauen, ob wir diesen Plan, diesen Masterplan, den die Verwaltung sich gegeben hat, ob wir diesen Plan wirklich so weiter durchziehen wollen und uns Zeit geben wollen bis 2022 oder 2023, bis das alles erledigt ist. Denn die Pandemie geht ja nicht weg. Wir werden jetzt die nächste Welle haben, Delta oder Epsilon oder was auch immer uns beschäftigen wird. Wir werden immer wieder Corona-Ausnahmesituationen haben, mit denen wir klarkommen müssen. Und deswegen ist mein Petitum, mein Ziel wäre es, die Digitalisierung der Schulen deutlich zu beschleunigen, deutlich schneller zu werden. Und Geschwindigkeit ist eigentlich alles. Ich habe mit auch Schulleitern gesprochen, die Schulen vorstehen, die seit über 10 Jahren digital arbeiten oder die Digitalisierung eingeführt haben. Und man merkt einfach, dass Schulen, die 10 oder 12 Jahre lang das tun,
das ganz selbstverständlich verwenden, diese digitalen Instrumente, die digitalen Mittel. Und das gilt für Lehrerinnen und Lehrer, das gilt für Schülerinnen und Schüler. Und die können ganz automatisch in einen anderen Modus umschalten, wenn es notwendig ist. Und das gilt für sehr, sehr viele Schulen in Oldenburg nicht. Und für mich wäre das ein ganz klarer Schwerpunkt, für mich persönlich, das zu beschleunigen, das zu erreichen, dass unsere Schulen sehr, sehr schnell digital ertüchtigt werden und deutlich schneller als bisher vorgesehen. Herr Krogmann. Ja, also ich glaube, es ist nicht verwunderlich, dass die Herausforderer eher das sehen, was möglicherweise kritisch gesehen wird. Aber grundsätzlich kann ich schon sagen, wir waren in Oldenburg sehr früh mit einem umfassenden Schul-IT-Konzept für alle unsere Schulen. Wir haben uns auch mit diesem Konzept im Rahmen des Digitalpaktes um Mittel beworben. Und es ist so, dass Oldenburg im Kreis der Großstädte in Niedersachsen die Stadt ist, die mit Abstand die meisten Mittel hier auch schon abgerufen hat. Also die Umsetzung läuft. Corona war natürlich ein Rieseneinschlag, das muss man sagen, weil bei unserem Schul-IT-Konzept ging es natürlich darum, in den Schulen Installationen vorzusehen, damit kollaboratives, digitales Lernen möglich ist. Plötzlich bei Corona war überhaupt keiner mehr in der Schule und es muss was ganz anderes sichergestellt werden, nämlich dass Homeschooling, digitaler Unterricht zu Hause sozusagen bei den Kindern stattfinden konnte. Da will ich nicht drum herum reden, das war eine Riesenherausforderung und das war auch, ist auch nicht perfekt gelöst. Übrigens glaube ich nicht nur in Oldenburg, sondern in ganz Deutschland an der Stelle. Aber das eine hat mit dem anderen jetzt nicht unmittelbar zu tun. Das Schul-IT-Konzept werden wir weiter umsetzen. Wir werden auch unterschiedlich für jede Schule das passende Modell auch einsetzen. Die BBS, die berufsbildenden Schulen, haben eine ganz andere Herausforderung als zum Beispiel die Grundschulen. Also da muss man auch ein bisschen darauf achten. Bei den Grundschulen sehe ich persönlich die Qualität des physikalischen Unterrichts, des gemeinsamen Lernens miteinander, sehe ich noch sehr viel wichtiger als in beruflichen Schulen, wo man möglicherweise auch schon vor der Berufsausbildung irgendwie da schon agiert an der Stelle. Wir sind dort auf dem Weg. Wir vergeben ich darf das hier nicht so laut sagen, weil es nicht öffentliche Sitzungen sind. Jonas Höpken hat es möglicherweise mitbekommen. Wir vergeben ja regelmäßig auch immer wieder große Aufträge für Smartboards, ähnliche Einrichtungen. Die Glasfaseranbindung, ja, die ist noch nicht komplett, das stimmt. Ende 2022 soll sie fertig sein für alle Schulen. Also wir sind dort auf dem Wege. Ich glaube, Oldenburg kann sich sehen lassen. Perfekt ist natürlich nichts, das gebe ich zu. Das kann man immer sagen, ihr seid noch nicht fertig. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Ja, ich würde gerne ein Beispiel aus der Praxis anführen und Ihre Meinung dazu hören. In einer Oldenburger Schule gibt es ein WLAN-Netzwerk, das auch funktioniert. Wenn die Lehrerin dieses WLAN nutzen möchte, die Klassentür zumacht, die eine Feuerschutztür ist, funktioniert das WLAN nicht mehr. Kann ich nicht nachvollziehen. Also warum funktioniert es dann nicht mehr? Also weil der Empfang gestört wird durch die Feuerschutztür. Ja, schlecht. Also das ist ja generell ein Problem, was sich andere Länder gar nicht mehr so vorstellen können, was wir hier in Deutschland haben. Wenn man in andere Länder reist, was man jetzt ja längere Zeit nicht mehr machen konnte, dann gibt es dort überall WLAN, das funktioniert und das auch nicht durch Feuerschutztüren gestört wird. Insofern, das sind natürlich Sachen, die abgestellt werden müssen, das habe ich ja eben auch angesprochen, dass man halt immer wieder hört, dass an den Schulen das WLAN entweder gar nicht vorhanden ist oder nicht vernünftig funktioniert. Und das gilt im Übrigen nicht nur für die Schulen, also in anderen Ländern. Das ist jetzt nicht nur ein Problem von Oldenburg, sondern insgesamt von Deutschland, aber in anderen Ländern, da gibt es ja überall, wo man sich aufhält, ein freies WLAN, wo man sich auch nicht mit irgendwelchen Kennwörtern anmelden muss. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Wir haben jetzt hier in Oldenburg schon mit ganz guten Ansätzen angefangen, auch in der Stadt ein WLAN zu schaffen, aber das funktioniert dann doch oft sehr langsam und holprig. Also ich habe mich ehrlich gesagt schon dabei erwischt, dass ich dann doch wieder lieber aus dem WLAN rausgegangen bin in der Innenstadt, weil das dann über die Karte sozusagen schneller ging als über das WLAN. Und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Deswegen, das ist völlig klar, da müssen wir in der nächsten Ratsperiode vorankommen, dass wir dieses WLAN nicht nur an den Schulen, sondern überall in Oldenburg verlässlich machen. Aber für die Schulen gilt es natürlich in ganz besonderer Weise. Möchte noch jemand was sagen? Das ist sicherlich ein Einzelfall, den Sie beschreiben, aber es gibt natürlich viele solcher Einzelfälle. Und das ist eben das generelle Problem, wenn man sagt, ich ziehe hier meinen Plan durch und dann versucht irgendwie im Notfallmodus noch das eine oder andere noch zu wuppen. Entscheidend ist, glaube ich, dass tatsächlich, das, was Herr Krogmann sagte, man muss schulspezifisch vorgehen. Jede Schule hat ihre eigenen Bedürfnisse, jede Schule hat ihre eigenen Themen. Und man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Und dieses große IT-Projekt für die Schulen ist im Grunde ein Projekt, was alles über einen Kamm schert. Und das ist das Problem, was wir jetzt haben. Besser wäre es, man würde wirklich Schule für Schule vorgehen und sagen, wie kriegen wir jetzt hier diese Schule komplett digitalisiert, dass es auch so funktioniert.
und dann so weitergeht. Und ich denke mal, nach 18 Monaten Corona hätte man eigentlich erwarten dürfen, dass das funktioniert, dass das so geht. Man kann immer sagen, gut, wir haben nicht genügend Handwerker und so. Ich habe mit einer Firma gesprochen, die im Norden, in Mecklenburg-Vorpommern, 400 Schulen digitalisiert haben. Die sagen, das geht eigentlich schnell. Gut, du hast den Engpass der Techniker, die das quasi in schulintern verkabeln müssen. Aber das darf nicht anderthalb oder zwei Jahre dauern. Und das ist das Problem, was wir haben. Wir haben da einfach nicht die richtige Struktur, nicht die richtige Organisationsform, um die Schulen möglichst schnell alle komplett zu digitalisieren. Ich möchte da mal direkt was drauf sagen, weil Herr Gartmann hat die Geschichte schon öfter erzählt mit dem alles über einen Kamm scheren. Ich vermute, Sie haben mal mit einem Schulleiter gesprochen, der sich so ein bisschen bedrängt fühlte, dadurch, dass wir jetzt ein stadtweites Konzept haben. Aber der Grundgedanke ist ja der, dass wir an all unseren Schulen einen einheitlichen, guten Standard haben wollen. Dass wir deshalb auch dafür sorgen, dass jetzt nicht mehr zufällig von Lehrkräften oder wie auch immer die IT-Anlagen betreut werden müssen, sondern dass wir IT-Administratoren haben, die sich auch um die Anlagen in den Schulen kümmern. Und ich finde, das muss man mal sagen, es geht ja nicht nur um die technische Ausstattung. Das hört sich so an wie bei den Landräten. Wenn die Landräte über Digitalisierung reden, reden die immer über Glasfasernetze. Das ist aber ja nicht die ganze Digitalisierung. Es geht ja auch um Konzepte, es geht um Betreuung, es geht darum, dass jemand da ist, der dafür sorgt, dass diese Dinge auch funktionieren. Und genau dieses über einen Kamm scheren, nämlich dieser einheitliche Standard für die ganze Stadt, soll ja sicherstellen, dass es nicht mehr Management bei Zufall ist, dass sie einen Lehrer haben, irgendwo eine Lehrerin, die besonders affin sind für IT, sondern dass sie wirklich sagen, an allen Schulen herrscht, das ist das Ziel, ein gleicher, guter Standard der IT-Versorgung und auch der Betreuung. Das ist der Grund unseres Konzeptes. Also wenn Sie es lesen, müssen Sie es auch noch mal so lesen, wie es gemeint ist und vielleicht auch verstanden werden sollte. Ich weiß, wie es gemeint ist, ich halte es nur nicht für angemessen. Gerade in der Corona-Zeit halte ich es nicht für angemessen zu sagen, ich will jetzt hier den großen Goldstandard erreichen und nehme dafür 2,5 oder 3 Jahre Zeit. Die Zeit haben wir nicht. Unsere Kinder haben jetzt schon ein Jahr verloren und das darf nicht so weitergehen. Deswegen bin ich dafür, dass wir wirklich von diesem tollen Plan, der bestimmt irgendwann mal in ein paar Jahren möglicherweise Wirklichkeit wird, ein bisschen abweichen und gucken, was brauchen die Schulen jetzt? Und wie kommen wir jetzt dahin, dass wir digitalisieren? Ja gut, das passiert ja auch. So ist es ja nicht. Aber wir können natürlich jetzt nicht sagen, weil jetzt Corona ist, schmeißen wir alle Pläne über den Haufen, die wir mal auch mit dem Digitalpakt gefördert übrigens. Das ist ja die Fördergrundlage, die wir da auf den Weg gebracht haben. Ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Ich muss nur ein bisschen an der Stelle sagen, dieses alles über ein Maß, das klingt so ein bisschen böse. Nein, das ist nicht böse gemeint. Wir wollen einfach einen gleich guten Standard in allen Schulen erreichen. Das ist unser Ziel. Ich würde ganz gerne von Ihnen wissen, welchen Stellenwert auf einer Skala von 1 bis 10 hat der Ausbau der Digitalisierung an den Oldenburger Schulen für Sie? 9. Also es gibt, ist sehr wichtig. Natürlich gibt es immer noch wichtigere Dinge, deswegen sage ich jetzt nicht 10. Aber es ist ganz wichtig, weil in anderen Ländern wird das als Grundrecht angesehen, digital sich bewegen zu können. Und das muss in Deutschland und in Oldenburg halt auch so kommen. Herr Vorhob. Ja, alle wichtigen Aufgaben einer Stadt haben erstmal Priorität 10. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man in so einem Amt ist und falls ich in so ein Amt kommen sollte, wie man dafür sorgt, dass man möglichst bald auch zu dieser 10 dann hinkommt in jedem einzelnen Punkt und in jeder einzelnen für sich natürlich wichtigen Frage wie Digitalisierung der Schulen. Herr Gartmann. Bildung ist der Rohstoff, von dem unser Land lebt. Das ist der einzige Rohstoff, den wir selber fördern können und selber produzieren können. Und die Digitalität und die digitale Transformation ist das zentrale Thema der Zukunft. Für mich hätte es also den Stellenwert von ungefähr 11 bis 12. Also ich bin da eher bei einem Vorhaben. Wir sollten bei allen Themen bei 10 bleiben, weil wir dann nicht in die Gefahr kommen, andere Themen damit abwägen zu müssen. Aber ich glaube, wenn man das nimmt, was wir dort an Ressourcen aufwenden, was wir an personellem Aufwand dort aufwenden, dann ist das auch abgebildet. Ob es dann am Ende so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, Herr Gartmann, das wird die Zeit zeigen. Ich glaube aber, wir sind auf dem richtigen Weg. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar wechseln wir von der Schule in die Verwaltung. Wer heute einen Termin im Bürgerbüro buchen möchte, muss sich auf 3 bis 4 Wochen Wartezeit ungefähr einstellen. Was hat das mit Digitalisierung zu tun? Was muss verbessert werden? Und wie wollen Sie das Ganze erreichen? Also ich denke, es hat natürlich auch mit Digitalisierung zu tun. Es hat aber auch mit Personal zu tun, mit Prioritäten innerhalb der Stadtverwaltung.
Ich habe es gerade jetzt erlebt, dass jemand halt einen neuen Ausweis braucht und jetzt ganz lange darauf warten muss, obwohl man den Ausweis ja wirklich dringend braucht, auch um andere Dinge dann wieder zu bekommen, wenn man jetzt meinetwegen Portemonnaie verloren hat oder was auch immer. Insofern muss sowas natürlich besser laufen. Also da, vielleicht muss da auch eine gewisse Unterscheidung dann eingeführt werden zwischen Terminen, die wirklich ganz wichtig sind und Terminen, die länger warten können. Und ich glaube, diese Differenzierung findet gar nicht statt, weil man sich eben nur zu einem Termin anmelden kann und ohne Differenzierung. Insofern liegt es dann auch wieder an der Digitalisierung, dass sie nicht gut genug organisiert ist. Ich will aber gleichzeitig dazu sagen, die digitale Verbesserung, die unbedingt kommen muss, darf nicht dazu führen, dass analog nicht mehr vernünftig gearbeitet wird. Also ich habe das jetzt schon öfter mal erlebt, dass Leute sich beschwert haben, sie hätten beim Servicetelefon der Stadt Oldenburg angerufen und hätten konkrete Fragen gestellt. Und da wurde ihnen gesagt, das können sie im Internet nachgucken. Und ich finde, das ist eine schlechte Antwort. Es gibt auch Menschen, die jetzt nicht internetaffin sind und auch nicht Lust haben, jetzt ständig im Internet nachzugucken. Und da ist es dann schon zuzumuten, dass die Stadtverwaltung dann eine vernünftige Antwort gibt, im Zweifel dann selbst im Internet nachguckt und dass der Bürgerin oder dem Bürger dann sagt, was gefragt wird. Herr Vorhub, Sie haben sich gerade schon gemeldet. Ja, lassen Sie uns kurz noch mal anschauen, wofür eigentlich diese Digitalisierung gut ist, weil es ist ja kein Selbstzweck. Und wenn eine Stadt sich in eine Richtung entwickelt, dann ist erstmal die Frage zu beantworten, wohin überhaupt soll Oldenburg sich entwickeln, wenn wir etwa auf 2035 schauen? Und ich nenne bewusst 2035, denn wir wissen, wir haben eine Klimakrise und wir sind uns alle einig, auch im Stadtrat, Oldenburg soll klimaneutral werden. Und das ist einer der wesentlichen Punkte, der unsere Politik prägen muss und der aber zum Glück gleichzeitig auch dazu führen kann, dass wir eine lebenswertere Stadt haben. Und von dieser Gesamtstrategie aus muss ich meine Digitalstrategie entwickeln. Das heißt, im einen Fall gehe ich mal jetzt zum Verkehr. Wir haben ja vorhin das ganze Verkehrsthema überhaupt nicht darüber gesprochen, dass wir ja diesen Verkehr auch verändern müssen, weil wir eine Klimakrise haben und weil wir enorm viele CO2-Emissionen da haben. Ist eigentlich verrückt, haben wir nicht gemacht. Na gut, okay, aber wir wissen, wir müssen das verändern. Nach dieser Priorität umgesetzt in die Digitalstrategie sage ich also, okay, wie müssen denn dann die Ampelschaltungen sein? Nicht so, dass wenn ich jetzt vom Stadtzentrum die Alexanderstraße rausfahre bis zum Fliegerhorst, dass ich achtmal an einer roten Ampel stehe mit dem Fahrrad. Nein, dann müssen wir die grüne Welle für Fahrradfahrer ermöglichen. Oder in einem anderen Bereich, da komme ich jetzt zu Ihrer Frage zum lebenswerten und bürgernahen. Ja, in einem anderen Bereich muss es natürlich dann bürgernah und angenehm funktionieren, dass ich möglichst viele Services, die eine Stadt anbietet, dann eben auch digital abwickeln kann. Aber natürlich, ich sag mal, gibt auch noch so andere Sachen, die man vielleicht sogar analog machen kann. Ich wünsche mir auch ein bisschen bessere Öffnungszeiten unserer Bürgerämter. Die können in anderen Kommunen, haben die auch mal samstags auf. Da finden sich sogar Mitarbeiterinnen, die das durchaus mal gerne machen am Samstag. Da können wir auch noch zulegen. Herr Gartmann. Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck, in der Tat. Wir leben ja in einer Zeit, wo die Menschen immer stärker gewohnt sind, digital Dinge zu erledigen. Und dieser Komfort, diese Schnelligkeit, die Zügigkeit der Bearbeitung erwarten Sie natürlich auch von der Verwaltung. Das heißt also, die Verwaltung, wenn sie bürgernah bleiben will, muss digital werden. Ich habe mal geschaut, wir haben jetzt im Moment, glaube ich, auf der Online-Seite 40 Dienstleistungen, die Verwaltung digital anbietet, online anbietet. Wenn man dann mal die andere Liste sich anschaut, der gesamten Dienstleistungen, stellt man fest, naja, das sind wahrscheinlich so um die 10% aller möglichen Dienstleistungen. Wenn man sich das Bitkom Smart City Ranking anschaut, die Bitkom ist ja ein Verband, ein digitaler Verband, die hier machen so alle immer regelmäßig ein Smart City Ranking. In dem Ergebnis von 2020 stand Oldenburg im Smart City Ranking auf Platz 50 von 81 Städten, hatte 16 Plätze eingebüßt und die Verwaltung als Einzelfeld in diesem Ranking auf Platz 77 von 81 und hatte 22 Punkte eingebüßt zum Vorjahr oder zur Vorwertung. Das heißt also, wir sehen, dass wir in der Verwaltung massiv Aufholbedarf haben bei der Digitalisierung. Wir müssen, und das bezieht sich nicht nur auf das Angebot an die Bürgerinnen und Bürger, sondern das bezieht sich auch auf die Abläufe, auf die internen Abläufe. Die Prozesse müssen mit den digitalen Möglichkeiten neu strukturiert werden, damit die Verwaltung insgesamt schneller und zügiger die Vorgänge bearbeiten kann und eben auch die Bürgerinnen und Bürger schneller Antwort bekommen und auch das Gefühl haben, dass sie stärker interagieren können. Und da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun. Das wäre für mich ein ganz wichtiges Thema, weil ich bin dafür, dass die Verwaltung bürgernah sein muss. Die Verwaltung muss nah an den Menschen sein. Und da führt an der Digitalisierung der Verwaltung und der Prozesse kein Weg dran vorbei.
Herr Krogmann, wie bewerten Sie die Digitalisierung der Verwaltung? Also ich bin ja ganz beeindruckt, was ich hier so alles zu hören bekomme. Also ich muss mich zunächst mal vor meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen. Ich finde das nicht in Ordnung, dass man hier, das ist so ein bisschen populär, wohlfeil, dass man jetzt einfach so mal Einzelbeispiele hervorzieht. Grundsätzlich ist es so, das will ich ganz offen einräumen, wir haben gerade im Bereich der Bürgerdienste durch Corona, durch monatelanges Homeoffice, durch Lockdown etc. haben wir wirklich Arbeitsrückstände. Da muss man nicht drum herum reden, das ist so. Wir waren schon bei längeren Wartezeiten. Unsere neue Bürgeramtsdezernentin, Frau Dr. Figura, macht gerade eine Serviceoffensive, also setzt da auch einen Prozess in Gang, um das abzuarbeiten. Aber wir müssen nicht drum herum reden. Im Moment ist es einfach ein Thema, ist es ein Problem. Man muss aber auch wissen, dass viele Kolleginnen und Kollegen monatelang gearbeitet haben, auch in dem Bewusstsein, dass sie sich auch bei ihrer Arbeit anstecken können. Es sind Hygienekonzepte gefahren worden. Es waren viele, viele andere Themen, die man auch jetzt bedenkt. Musste und dass das natürlich Einfluss auf die Qualität und Geschwindigkeit der Arbeit hat. Ich finde, das ist in jedem Betrieb so gewesen und das muss man hier auch fairerweise einfach mal dazu rechnen. Also wenn Sie mich treffen wollen, bitte schlagen Sie nicht auf die Verwaltung ein. Das finde ich an der Stelle nicht fair, wenn die Kollegin oder Kollegin, die in der Passausgabe oder sonst wo arbeitet, jetzt hier mit in den Wahlkampf gezogen wird. Das finde ich schade. Zum Thema Online-Dienstleistung. Ich spreche die ganze Reihe an, nur als Ermahnung. Zum Thema Online-Dienstleistungen, ja, das muss mehr werden und schneller. Ich bin selber vor einigen Jahren in Estland gewesen, habe mir das angeguckt, wie ein kleines Land, das sehr digital affin ist, mit diesen Themen umgeht. Das Thema Datenschutz hat da nicht den Stellenwert, die machen das anders und natürlich machen die das schneller. In Deutschland haben wir eine andere Kultur, das finde ich schwierig. Bei uns dauert es oft sehr länger, auch von der Gesetzgebungsseite. Aber jetzt werden im Online-Zugangsgesetz, gibt es ja Anforderung, die jetzt auch von allen Kommunen umgesetzt werden soll, also das wird Ende 2022, müssen wir das leisten, bis dahin die Arbeitsgruppen dazu arbeiten schon, werden wir hunderte von Dienstleistungen zusätzlich online anbieten. Das ist ein riesiger Prozess, der läuft jetzt schon. Wir sind auch dabei, die elektronische Akte flächendeckend einzuführen in Verwaltungsbereichen. Also da ist viel mehr auf dem Weg, als man vielleicht jetzt sieht. Und es wird auch, glaube ich, für die Bürgerinnen und Bürger sehr viel komfortabler werden, Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Es gibt übrigens viel mehr, also wenn man sich mal richtig auf die Recherche macht, es gibt schon viel mehr, was man schon machen kann. Wir haben durch das Service Center, finde ich, eine sehr gute Einrichtung, die wirklich Bürgernähe herstellt. Ich kann nicht für jedes Telefonat gerade stehen, ob sich da jede Bürgerin immer gut aufgehoben fühlte. Aber im Großen und Ganzen sind die Rückmeldungen, die ich bekomme, dass man sich freut, dass man hier eine Einrichtung hat, wo man nicht abgewimmelt wird, sondern die versuchen, jedes Thema möglichst schon im Service Center zu beantworten oder an geeignete Stelle weiter zu verbinden. Also da sind wir wirklich gut aufgestellt. Das sollten wir nicht in den Wahlkampf ziehen. Das bringt Ihnen auch an der Stelle nichts. Ich glaube, wir sollten alle gemeinsam das Interesse haben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich da nicht kritisiert, sondern motiviert fühlen für ihre Arbeit. Herr Gartmann, Sie wollten direkt eine Erwiderung. Ja, ich finde das schwierig, wenn man hier einen Befund verkündet, für den im Grunde genommen die Stadtspitze verantwortlich ist. Wenn man sich überlegt, was ist in den letzten 7 Jahren passiert in der Digitalisierung, was gab es für Anstrengungen, was ist da unternommen worden, wie schnell sind wir vorangekommen. Dass das jetzt hier umgedeutet wird von Ihnen als Angriff auf die Verwaltung, das ist nicht fair. Das ist auch nicht formuliert, war teilweise. Das ist nicht seriös und ist auch nicht an. Das finde ich nicht in Ordnung, weil es geht jetzt hier nicht darum. Das ist verstanden, das kann ich Ihnen zurückmelden aus der Verwaltung. Ja gut, aber ich kann nur sagen, das ist nicht. Es geht immer davon aus, was macht der Oberbürgermeister, was sind seine Prioritäten, was ist sein Schwerpunkt. Und mein Eindruck ist, dass die Digitalisierung in der Verwaltung in den letzten 7 Jahren nicht ihr Schwerpunkt war. Und nur darum geht es. Es geht jetzt nicht darum, einzelne Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung anzugreifen. Das liegt mir fern. Ja? Sondern mir geht es eher darum, was sind die Schwerpunkte, was sind die Prioritäten, wer hat sich wie rum gekümmert. Herr Höpken, ich will einmal ganz kurz intervenieren. Sie haben sich gerade schon gemeldet und eine Frage an Herrn Krogmann richten, die übers Internet reingekommen ist. Kai Wenemann fragt nämlich über YouTube, wieso läuft das im Bürgeramt immer so schwierig mit der Bezahlung und diese komischen Automaten sind immer kaputt und EC-Karten nehmen sie nicht. Das kann ich nicht bestätigen, weil ich vor kurzem selber dort noch bezahlt habe. Das funktionierte reibungslos und das war jetzt auch nur meine Sparkassenkarte. Da hat keiner gesehen, dass ich der Oberbürgermeister bin. Ich kann aber anbieten, wenn es ein konkretes Problem gibt, dass man das mir zusendet, dann würde ich dem Fall nachgehen.
Okay, vielen Dank. Gehen nicht, ne? Kann das sein? Das kann sein, dass wir, weil das weiß jeder, der in der Geschäftswelt auch tätig ist, dass bestimmte Anforderungen, also Kreditkarten, das ist halt eine andere Art von Zugang. Das kann man nicht überall akzeptieren, weil da die Bonität, glaube ich, das ist ein bisschen anders als bei den Sparkassenkarten, die, glaube ich, völlig unproblematisch sind. Aber ich biete an, solche Probleme auch direkt zu klären, oberbürgermeister@stadt-oldenburg.de, dann gibt es da auf jeden Fall eine Antwort. Super. Ich möchte noch mal ganz klar betonen, dass es mir an der Kritik, die ich eben geäußert habe, in keiner Weise um Kritik an einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeitern der Verwaltung ging, sondern es geht darum, welches Konzept hat die Stadtverwaltung zum Beispiel für das Servicetelefon. Da gibt es nämlich ein Konzept. Und ich erlebe zum Beispiel selber, wenn man dort beruflich anruft für eine Institution, funktioniert das alles unheimlich gut. Da kriegt man schnelle Antworten, kriegt Rückrufe, das ist alles überhaupt kein Problem. Und auf der anderen Seite habe ich eben schon oft gehört von Bürgerinnen und Bürgern, wenn sie dort eben nicht beruflich, sondern privat anrufen, dass sie dann aufs Internet verwiesen werden. Und da habe ich gesagt, das muss abgestellt werden. In diesem Punkt muss das Konzept ganz einfach geändert werden. Herr Vorhob. Ja, also als ich das letzte Mal im Bürgeramt was bezahlt habe, da hat es auch geklappt, kann ich nur bestätigen. Und ich hoffe, das Problem lässt sich regeln. Ansonsten, wenn das bis zum November nicht geklärt sein sollte und ich zum Oberbürgermeister werde, dann werde ich das selbstverständlich gerne übernehmen, mich um die Klärung zu kümmern. Aber das wollen wir mal wirklich nicht hoffen. Was ich mir eher wünsche, ist eben manchmal auch abends, wenn man berufstätig ist, ja, dass man halt an etwas mehr Abenden die Möglichkeit hat, auch solche Services im Bürgeramt zu haben oder auch etwas mehr als bisher schon in den Stadtteilen. Da ist ja manches passiert. Ich finde es gut, ja, dass wir manche Angebote der Stadt auch in Stadtteilen haben. Aber wenn man so zu anderen Kommunen schaut, die sind da noch ein kleines bisschen weiter. Und es zeigt sich auch, dass es eben oft durchaus einige Mitarbeiterinnen gibt, die sowas auch oder Mitarbeiter, die das dann auch durchaus sogar gut finden. Also warum nicht auch im analogen Bereich in den Stadtteilen oder abends ein bisschen öfter? Vielen Dank. Mit dem Statement würde ich diesen Punkt gerne verlassen und Ihnen nochmal die Gelegenheit geben, selbst ein Statement zum Thema Digitalisierung abzugeben. Herr Krogmann, wollen Sie anfangen? Ja, also es ist eben gesagt worden, wir würden uns mit dem Thema Digitalisierung nicht prioritär auseinandersetzen. Das stimmt nicht. Es gibt schon seit einigen Jahren eine Stabsstelle Digitalisierung. Wir sind in vielen Bereichen, nicht nur in dem Bereich der Dienstleistungen aktiv, sondern wir kümmern uns natürlich auch darum, ich weiß nicht, ob Sie es wahrgenommen haben, wir haben eine neue Möglichkeit der digitalen Partizipation, gemeinsam Oldenburg. Das sind Konzepte, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wir haben ein großes Projekt am Fliegerhorst aufgesetzt, das energetische Nachbarschaftsquartier, wo wir versuchen, sage ich mal, auch neue Formen des Wohnens, also Forschungskonzepte in Zusammenarbeit mit Office, da auf den Weg zu bringen. Also Oldenburg stellt sich dem Ganzen schon. Allerdings sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass jetzt, nachdem wir 10 Jahre darüber geredet haben in Deutschland und sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle in der Kommune, dass wir jetzt eine sehr viel stärkere Transformation auch von außen bekommen, mit der wir umgehen müssen. Das Thema wird an Bedeutung eher gewinnen. Da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Und dann ist es natürlich, muss es weiterhin und noch mehr vielleicht sogar als vorher Chefsache sein. Herr Gartmann, bitte. Digitalisierung ist eine Riesenherausforderung für die Stadt in jeder Hinsicht, weil wir nicht nur die Bürgernähe herstellen müssen und auch die Nachfeierabend-Öffnungszeiten sozusagen digital organisieren müssen, sondern weil wir auch die internen Prozesse neu anschauen müssen. Ich kenne das aus anderen Zusammenhängen, aus anderen Firmen. Wenn man sagt, man will digitaler werden, dann muss man auch die Prozesse, die man intern hat, anschauen. Und wir werden herausgefordert, natürlich, die digitale Transformation ist in vollem Gange. Und aus meiner Sicht ist es eine Riesenherausforderung, da stimme ich Herrn Krogmann zu, eine Riesenherausforderung, die wir in Zukunft noch vermehrt mit noch mehr Kräften angehen müssen, noch mit mehr Energie und in der Tat auch als Chefsache angehen müssen. Ich glaube da aber auch, dass in der Transformation zum Digitalen hin sehr, sehr, sehr viele Chancen liegen. Wir haben viele Chancen, erreichbarer zu werden für die Bürgerinnen und Bürger, schneller zu werden. Und die Zufriedenheit, die unzweifelhaft heute schon oft da ist, ich bin auch sehr zufrieden mit dem Bürgerbüro, noch weiter zu steigern. Und das muss das Ziel sein, dahin zu kommen. Bitte, Herr Vogt. Ja, nach Corona sehe ich es als meine Aufgabe, wenn ich zum Oberbürgermeister gewählt werden sollte, dann eben zu schauen, was hat gehakt, wo können wir jetzt eine Zwischenbilanz ziehen und nochmal sagen, was muss in Ordnung gebracht werden. Ansonsten folgt eine Digitalstrategie aus dem Blick auf die gesamte Stadt und aus dem strategischen Blick darauf, wie sich die gesamte Stadt entwickeln soll, was in der Vergangenheit ein bisschen gefehlt hat und wo ich sage, das, was ich hier einbringe, ist dieses positive Bild einer grüneren, nachhaltigeren und lebenswerten Stadt. Und aus der entwickelt sich dann in allen Teilgebieten eine Digitalstrategie.
Herr Höpken. Ja, ich will drei Punkte nennen. Der eine Punkt ist, wir müssen in Deutschland insgesamt, aber auch in Oldenburg halt zu der Haltung in anderen Ländern kommen, dass es als Grundrecht angesehen wird, ins Internet zu kommen, sich im Internet zu bewegen, weil das Leben findet dort heute statt. Und deswegen muss es überall flächendeckend kostenloses WLAN geben, ohne Kennworte. Wie gesagt, das ist woanders normal, hier noch nicht. Und da könnten wir in Oldenburg Vorreiter werden, auch innerhalb von Niedersachsen und innerhalb von Deutschland. Der zweite Punkt ist, wir müssen die Menschen mit wenig Geld mitnehmen. Da habe ich eben schon einiges zu den Schulen gesagt. Das finde ich ganz wichtig, weil das ist eben der Anfang des Lebens, wo es keine soziale Auslese geben darf. Vielleicht muss man demnächst auch noch früher schon anfangen. Das gilt aber natürlich auch für die Menschen im Erwachsenenalter, für die älteren Menschen. Und da kann man zum Beispiel in den Stadtteilen durch Gemeinwesenarbeit, glaube ich, noch mehr machen als bisher, dass man den Menschen dort ermöglicht, sich digital zu bewegen, ins Internet zu gehen, vielleicht an Endgeräten zu arbeiten, die man sich dann nicht leisten kann und auch nicht bekommt, weil man jetzt weder Schüler ist, noch einen Arbeitsplatz hat, wo man so ein digitales Endgerät halt bekommt, noch ein Ehrenamt hat, wo man das vielleicht bekommt. Und der dritte Punkt ist, das habe ich eben auch schon angedeutet, wir dürfen neben der Digitalisierung, die ganz große Priorität haben muss, aber eben für mich nur neun, dürfen wir eben die analoge Welt nicht vernachlässigen. Wir müssen auch in Zukunft damit leben, dass es Menschen gibt, die nicht internetaffin sind. Und das sind nicht nur die Älteren. Es gibt 85-Jährige, die sind ganz begeistert im Internet unterwegs. Und es gibt Jüngere, die sind da nicht so affin. Das gibt es auch wenn es mehrheitlich sicherlich auch mit dem Alter zusammenhängt. Und deswegen müssen wir weiterhin, da lege ich schon großen Wert drauf, das alles, was wir digital anbieten müssen und auch noch besser anbieten müssen als bisher, auch weiterhin analog anbieten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, meine Herren, für diese Runde. Wir sind jetzt für heute durch. Vielen Dank, dass Sie alle vier da waren, dass Sie uns über die Themen haben mit Ihnen diskutieren lassen. Wir konnten vieles nur anschneiden. Wir werden natürlich in dem ganzen Sommer über weiter darüber sprechen, darüber weiter berichten in der MWZ, auf MWZ Online und allen weiteren Kanälen. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, die dabei waren, bei meinem Kollegen Herrn Meyer, bei den Kollegen hinter der Technik, die das hier alles wunderbar eingerichtet haben. Und verweise noch auf zwei weitere Treffen, die wir hier in dieser Form veranstalten. Am 18. August treffen wir uns hier wieder mit den vier Kandidaten. Da geht es um die Themen Bauen und Wohnen sowie die Innenstadtentwicklung und die Stadtteile. Und am 1. September geht es dann um die Themen Familie und Betreuung bzw. Freizeit und Leben. Und am 12. schauen wir dann, wie es in der ersten Runde von vielleicht zwei Wahlrunden dann ausgeht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön.